den Ben jetzt auch mal an. Didelüm, didelüm. Gucken, ob er rangeht. Bam, bam, bam. Ich rufe ihn an. Rufen wir ihn an. Guten Tag. Da ist er. Ich höre dich. Ich höre dich schon, aber da steht No Signal. Was ist denn das? Ja, ich muss mal jetzt kurz die Cam neu starten. Kann sein, dass... Ja, jetzt. Perfekt. Warte mal. Kann ich dich auch direkt wieder... Oder? Normalerweise würde ich jetzt auf die Tafel machen, aber wir haben die Tafel ersetzt durch diesen schicken Grind Life 2 Banner, weil der einfach so schön ist, dass ich den behalten musste. Warte mal kurz. Wo bist du denn? Wo ist denn Gast? Zack, zack, da. Nee, kriegt er nicht. Gleich haben wir's. Da. Da ist er, der Ben. Da ist er. Ich mach dich noch ein bisschen schöner hier mit dem Kasten. Zack. Nicht, dass du das bräuchtest. So. Yes. Perfekt. Er ist es wirklich. Ben CB, bei uns zu Gast heute wieder. Ich freue mich. Super geil. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Grüße euch. So. Ben, wie geht's dir? Sehr gut. Wir sind am Sonntag Valorant-Weltmeister geworden. Mm. Können uns nicht beschweren. Hab was in deiner Story gesehen. Valorant-Weltmeister ja. Für dein E-Sports-Team, ne? Genau, ja. Mega gut. Ascent Club, ja, das war krass. Auf jeden Fall. Was ist Valorant für ein Game? Ich kenne das gar nicht. Das ist. Hast du mal Counter-Strike gespielt? Auch nicht. Oder nee. Quake habe ich mal gespielt. Ja, ich meine, man spielt, das sind so taktische Shooter, 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5 und Teil des Grind ist Imperiums. So ähnlich. Mhm. Und jeder Charakter hat so besondere Abilities. Ist halt ein Titel von Riot, die sind halt ziemlich groß im E-Sports. Okay. Also, ich weiß nicht, ob du League of Legends kennst. Mhm. Ja. Das kenn ich. Ist halt ein bisschen wie League of Legends, bloß halt im First-Person-Shooter-Modus. Okay. Ja. Verstehe. Krass. Ja, cool. Coole Sache. Ich hatte letzte Woche übrigens auch sehr geil, hatte ich mit Jan, mit Cold Smile ein Coaching am Freitag. Mhm. Das war richtig cool. Geil. Das hat auch mal wieder, so. Ich habe lange kein Cash Game mehr gespielt. Ich habe mich auch mit Cold Smile ein bisschen darüber unterhalten, warum ich, glaube ich, auch immer noch so viel struggle beim Turnierpoker, weil ich, glaube ich, einfach in so vielen Spots auch immer noch so dieses Cash Game Denken drin habe. Ja. Das ist so krass. Also das kriege ich auch meistens, manchmal kriege ich es auch einfach nicht raus. Das ist schon interessant. Ja. Das Gute ist halt, er hat halt auch einen Turnier-Background, ne? Also er hat ganz früher auch viele Turniere gespielt und das ist natürlich mega nice, wenn jemand beide auch Formate du ziemlich gut beherrscht. Teil des Grind das stimmt. Imperiums. Das ja. stimmt. Und ich muss ganz kurz mal ein paar Shoutouts raushauen für die ganzen Subs hier. Ihr stört den Unterricht, Leute, das geht so nicht. Könnt ihr das bitte später machen? Danke. Danke für den Sub. Nook, Adrian, Donkben und Fullmax, danke euch für eure Resubs. Grind Imperiums. Ja, Ben, ey, ich freue mich riesig auf die Coaching-Session. Ich habe auch einiges vorbereitet. Ja, und ich glaube, die Leute freuen sich auch extrem, dass diese Stunde auf Deutsch stattfinden wird, weil ja. Der Kurs ist ja, oder zumindest die Masterclass ist ja auf Englisch und die Leute fragen immer schon. Und deswegen ist das, glaube ich, umso besser, dass es hier mal Content auf Deutsch gibt, ne? Ja, wäre geil, wenn es mal einen Kurs auf Deutsch geben würde, oder, X-Rex? Boah, das wäre der Oberhammer. Stell dir mal vor, ein Kurs auf Deutsch. Leute, wie würdet ihr das finden? Chat, wie wäre das? Mit dir und mir zusammen. Ja, sollen wir ja? machen. Das wäre gerade jetzt zur Weihnachtszeit, das wäre schon eine coole Idee, oder? Boah, Chat, sagt mal, wie würdet ihr das finden? Wenn es so einen Raise Your Edge-Kurs mit Ben und mir zusammen geben würde, auf Deutsch, in deutscher Sprache. Genau. Eins in Chat, wer Bock drauf hat. Jetzt sind wir mal also gespannt. Zumindest in meinem Channel haben die Leute auch immer wieder gefragt, ob ich mal was auf Deutsch machen würde, also nur auf Deutsch. Ja. Boah, ganze Menge. Wollen wir die Leute mal auf den neuesten Stand bringen? Ja, Leute, also, was soll man sagen, ne? Gibt es bald. Wird's geben. Ist schon abgedreht. Können wir schon direkt spoilern, oder? Ja. Ja, spoilern wir. Ja, guck mal, die Leute würden direkt zahlen. Guck mal, die würden die Kohle direkt hinterher schmeißen. Komm, zack, los geht's. Deutschkurs. Ja, Deutschkurs nicht, aber Xflix und ich haben über die letzten Monate uns zusammengetan und
quasi in einem Format, wo du und ich deine Spots uns anschauen. Das Ganze natürlich auch so, weil du ja jemand bist, der sehr, sehr viel Erfahrung hat, aber auch sehr gute Fragen stellen kann. Das ist natürlich für mich immer, ich kann immer nur so viel produzieren und erklären, wo ich denke, dass die Leute Probleme haben. Wenn ich jetzt noch jemand wie dir an der Seite habe, du weißt ja, du hast ja auch noch viel gesehen, viele Fragen bekommen im Chat. Du kannst ja da einfach auch nochmal Fragen stellen, wo ich mir immer denke, oh ja, stimmt, das ist eigentlich auch noch wichtig zu erklären. Mhm. Und das ist halt immer ganz, ganz cool. Also nur für Turnierpoker, wenn ich hier gerade die Fragen sehe, ob Cash Game. Ja. Haben wir uns halt deine Spots angeschaut, deine Situation von deinen Deep Runs, Early Game, Mid Game, Late Game, ICM. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich glaube, da ist sehr viel Value in dem Kurs. Also für mich war es doppelt und dreifacher Value, weil ich habe das Coaching genossen von dir und habe halt so viele neue Sachen mitgenommen, so viel Input auch für mich mitgenommen. Konnte, wie du schon richtig sagst, ich konnte dir halt Fragen stellen. Und ich glaube, wenn die Leute dann durch mich durchlernen können, ist das für die halt ein immenser Lerneffekt. Und genau das ist unser Ziel mit dem Kurs. Also Leute, es wird einen Kurs geben. Wir haben ihn schon abgedreht, ne? Wir sind da auch schon, so langsam kommen wir in die Startlöcher. Und dann könnt ihr gespannt sein auf einen deutschsprachigen Raise Your Edge Kurs. Nur für euch. Nur für euch. Und wir haben das halt auch so, dass, also wer jetzt zum Beispiel schon mit Stakes spielt oder schlägt oder, sag ich mal, vielleicht die Turn Masterclass hat, also es ist halt wirklich für Leute, die so, sage ich jetzt mal, natürlich die Regeln beherrschen, aber wir haben schon darauf geachtet, dass wir das so erklären, dass, sage ich jetzt mal, für Low- und Mid-Stakes-Spieler, die vielleicht Probleme haben, Winning-Player zu werden oder versuchen auch in den Limits aufzusteigen, also viele Sachen, die man vielleicht selber nicht sieht. Ja. Und absolut. Ja, Kosten, also wir haben das da versucht auch in der unteren Preisregion anzusiedeln. Also was ich schon mal sagen kann, also wie gesagt, die letzten Details müssen ja noch finalisiert werden. Es wird auf jeden Fall unter 200 sein. Zumindest auch auf jeden Fall mit dem Rabatt, den wir dann über Weihnachten laufen lassen werden und sage ich mal bis ins Neujahr. Also da werden wir mehrere Wochen auch ein Early Bird Special, genau. Ja. Und der wird sich dann irgendwo, sag ich mal, zwischen 100 und 200 einpendeln. So, Leute. Habt ihr doch ein fettes Weihnachtsgeschenk. Habt ihr doch direkt am Start. Ist doch super, oder? Warum ist Ben in einer Garage? Hört sich so an. Ach, warte mal, ich muss mal. Ist das besser jetzt? Ist das besser? Ich glaube, ich hatte das falsche Mikrofon aktiviert. Ja, ich glaube, das hört sich besser an. Warte mal, jetzt höre ich dich nicht mehr. Moment. Okay, das ist Test. Auch. Achso, ich habe die falschen Kopf, warte mal. Nein, das ist ein einmaliger Preis. Genau wie bei der Masterclass so, bei Razor. Jetzt höre ich dich wieder. Ah ja, wunderbar. Ist das Mikrofon jetzt ein bisschen besser? Ja, Sound ist besser, oder? Ja. Chat? Ja, okay, ja, das stand halt einen Meter weit weg von mir, deswegen. Super, ja, wunderbar. Ja, Leute, ihr könnt davon ausgehen, es gibt keine monatlichen Kosten bei Raise Your Edge. Also es ist ein einmaliges Ding. Die Kurse sind alle eine Einmalzahlung und dann habt ihr den Kurs für immer. Und sollte es, und das, da gehe ich jetzt einfach mal von aus, und das ist ja auch bei der Masterclass so, wenn es Updates gibt, dann habt ihr die auch inclu. Also dann sind die mit da drin. Dann kommen die auch immer mit rein. Da werden wir sicherlich auch mal im Laufe der Zeit, wenn du da merkst, dass da viele Fragen reinkommen. Wie gesagt, das ist halt jetzt, dürfen die Leute nicht erwarten, oh, das wird irgendwas wie die Turn Masterclass. Erstens, wie gesagt, ist das ein niedriger Preis und das sind viele, 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 viele Spots, die wir uns anschauen. Also es ist ein sehr praktischer Kurs. Wir haben natürlich mal Intro und Outro, wo ich dann alleine mich nochmal hinsetze mit einer Sim und euch versuche nochmal ein bisschen die Theorie dahinter zu erklären. Aber ich würde wirklich sagen, das ist 80%, 70% Praxis, 20-30% Theorie. Also wirklich wir beide, wo wir wirklich nonstop Spots durchfeuern, Erklärungen liefern, unsere Gedanken mit euch teilen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich oder Xflix hinsetze, eine PowerPoint und dann von A bis Z die Theorie durchrattern. Genau. Ja, und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Das ist auch die beste Art zu lernen, in meiner Erfahrung zumindest, und ich hoffe auch für euch, dass es so ist, dass ihr so eben anhand von praktischen Beispielen eben auch direkt irgendwie einen Bezug zu den ganzen Themen, die wir besprechen, haben könnt. Das ist eigentlich das Wichtigste. Glaube ich auch, Ben, du bist quasi hier auf meiner rechten Seite, bist du quasi so wie der Force Ghost von Meister Yoda, weil auf der linken Seite ist Obi-Wan. Ich habe leider, ich bin leider, aber ich glaube, dass das ist auch noch sowas,
gerade bei Star Wars oder die, wo es viele Episoden gibt, ich habe früher die ersten ein, zwei Teile geguckt, dann aber irgendwie nie so wirklich mehr reingekommen. Welche ersten zwei Teile meinst du denn? Wirklich, also die... Ah ja, das ist ja dann jetzt die Frage, ne? Genau. Ist das von der Filmgeschichte her chronologisch oder wie die Filme released wurden? In der Tat, wie die Filme released wurden. Also damals als, aber sag ich jetzt mal im Kino. Also wirklich nicht die ganz alten, sondern das fing ja dann an mit Star Wars... The Phantom Menace, Episode 1. Also die dunkle Bedrohung war das. Genau, ich glaube ja. Wo das schon alles ein bisschen... neuer aussah, sag ich jetzt mal. Es gibt ja noch diese ganz alten Star Wars Filme. Mhm. Genau. Mit denen müsstest du eigentlich anfangen. Also mit Episode 4 sollte man eigentlich anfangen. Ja. Leute, das kann ich euch auch sagen. Wenn ihr Star Wars noch nie geschaut habt, auch dir kann ich das nur empfehlen, weil wenn man mit Episode 1 anfängt, kommt man gar nicht wirklich rein. Da ist so viel Politik und so viel Background, was da aufgebaut wird. Das ist wirklich schon für die Nerds eigentlich. Das ist dann, es ist genauso wie mit X-Men. Das ist ja auch so, dass die zwar in einer gewissen Reihenfolge released wurden, aber dass zum Beispiel der fünfte Teil vor dem ersten Teil spielt. Mhm. Und der siebte Teil vom zweiten Teil. Ja. Und wenn du dann mal einen Film im Januar schaust und den nächsten im April und dann den nächsten im Dezember, dann verlierst du dich da komplett. Ich musste mir zum Beispiel auch bei X-Men, da habe ich auch mit meiner Freundin gesagt, okay, wir schauen uns jetzt mal die Teile ein bisschen an, weil eigentlich das schon eine coole Filme sind. Mhm. Aber dann halt wirklich mal so zwei, drei in einer Woche, dann die Woche drauf, dass du halt auch dabei bist. Weil ansonsten wenn du dann irgendwann, wann spielt das jetzt und warum ist der jetzt wieder am Leben? Und da bist du dann peinlich, dass das eigentlich vor dem anderen spielt, der aber nach dem vorigen released wurde. Ja, ja. Ja, dann ist halt immer schwierig, ne? Ja, das ist bei Star Wars genauso, weil da muss man sich mal einfach Wochenende hinsetzen und alles durchsuchten. Das stimmt, das stimmt. Also wie gesagt, ich kann nur einen Tipp geben, wenn ihr wirklich mal mit Star Wars anfangen wollt, Episode 4 und alles andere bringt eigentlich nichts, nicht wirklich was, weil sonst kommt man auch gar nicht rein. Sonst du müsstest mal so einen Star Wars Guide, dass du wirklich sagst, okay, den schaust du als erstes, den als zweites, drittes, viertes, fünftes. So haben wir das nämlich bei X-Men auch gemacht. Ich habe da gegoogelt, geschaut, okay, weil irgendwann nach dem zweiten und dritten haben wir gemerkt, okay, das passt chronologisch alles nicht so zusammen. Wie müsste man die denn eigentlich gucken? Ja, Marvel ist auch geil, auf jeden Fall. Ja, aber das sind halt so Filme, man muss halt immer schauen, okay, ja, wie realistisch ist das jetzt? Da muss man einfach Gehirn ausschalten und das genießen, ne? Weil ich habe dann auch mal so ein bisschen gelesen, ja, das ist komplett übertrieben, das ist unrealistisch. Ey, sorry, da fliegt einer durchs Weltall mit einem Hammer und zerstört Monster. Ja, was erwartest du? Ja, so darfst du nicht denken, ja, das geht nicht. Ja. Ja, wer weiß, vielleicht mache ich da mein nächstes E-Book über Star Wars. Mal gucken. könnte sogar passieren, who knows? Ja. Okay. Gut, also jetzt wisst ihr Bescheid, ihr seid geteased. Es wird einen exklusiven Raise Your Edge Kurs geben mit Ben und mir auf deutscher Sprache für euch im niedrigpreisigen Segment, sodass ihr euch den auch leisten könnt. Erschwinglich und vor allen Dingen praktische Art zu lernen für euch, um Turnierpoker besser zu verstehen und auch zu lernen. Und das gibt's dann demnächst. Wir halten euch auf dem Laufenden. Genau. So, dann schauen wir uns mal an, was du so in den letzten Wochen fabriziert hast, oder? Yes. Ich habe ein paar Hände markiert hier, die gehe ich jetzt einfach mal der Reihe nach durch und du kannst mir einfach mal sagen, was du davon hältst, von den Spots. Die sind jetzt wirklich auch teilweise sehr durcheinander, also das sind jetzt einige Hände mit vielen, mit deepen Stacks und Post-Flop-Entscheidungen, gerade River-Entscheidungen, aber auch wirklich ein paar Standard-Plays wieder dabei, also so quasi so einfach ist das, kann man das, sollte man das Pre-Flop defenden überhaupt zum Beispiel. Aber das finde ich halt auch mal ganz spannend, weil das sind halt genau die Fragen, die sich mir beim Spielen immer wieder stellen, wenn ich Turnierpoker spiele. Ne? Ja, das ist aber auch ein geiles Overlay jetzt, das schöne Weihnachts-Special, wie ich sehe. Ja, das hat uns der Olaf noch gebastelt, mein Grafiker, der ist sehr cool. Oh, ich muss noch mal ein paar Resubs hier ausschauen. Ich bin wieder da. Danke Figi erstmal für die 12 Monate, danke für das Jahr Support und danke K. Frankie für den Stufe 2 Resub. 13 Monate, bist wieder da, welcome back. Okay, also ich weiß nicht, soll ich dir die Hände auch zuschicken oder willst du... Nö, ich sehe das im Stream. Einfach, ne? Alles klar. Ja, ja. Okay, also wir spielen ein 109er Bounty-Turnier. Ich glaube, das war sogar das erste EPT-Online-Event jetzt. Und wir spielen hier gegen Button. Button Open Raised, wir haben 6er im Small Blind. Und Button ist ein Spieler aus der Community, ein sehr guter Spieler. Infection Tom, ich weiß nicht, ob er da ist. Und ja, ich sitze jetzt hier im Smallblind, da ist schon die erste Frage, ist das für mich dann eher ein Flat oder eine 3-Bet? Ich habe mich für eine 3-Bet entschieden, gegen Button Open Race. Einfach um halt Initiative zu bekommen. Flat ist vielleicht auch interessant, weil der Big Blind eben noch gecovert wird von mir. Ja. Und wir vielleicht dann auch eine Möglichkeit haben, ein Set zu floppen. Aber aus dem Smallblind spielt sich es irgendwie dann wiederum Post-Flop nicht so gut. 3-Bet ist halt auch immer vollkommen okay. Mhm. Wie gesagt, also finde ich
sehr gut. Okay. Vor allen Dingen, weil du halt, ich finde halt, also wenn du gecallt wirst, ist kein nicht so ein großer Unterschied zwischen 6er, 7ern und 8ern. Aber das Ding ist halt, so einfach diese ganzen Bube 9 Offs, Bube 8 Off, König 9 Off, was der da alles öffnet, gerade diese ganzen Offsuited-Kombos sind halt immer sehr, sehr viele Kombos. Also klar, 8er, 9er sind ein bisschen stärker Post-Flop einfach, weil wir viel mehr Hände dominieren. Ich meine, er wird jedes Park auf Set-Value callen, ne? Ja. Das Problem ist immer so ein bisschen, dass mit 8er, 9ern, warum ich da zum Beispiel auch ein Flat geil finde, ist, ja, man dominiert diese Pocket 2er, 3er, 4er, aber du wirst eigentlich fast immer irgendwie Overcards haben. Das heißt, du musst dann Post-Flop E-Pot controllen. Danke. Und du wirst auch mal dann sehr oft fressig, wenn das Board Ass-König Dame kommt oder Ass 10, 7 oder so, auch mal von Pocket 2ern, 3ern rausgeblufft, ne? Also es ist jetzt nicht so, ja, du hast zwar diese 90% Equity, sag ich jetzt mal, aber das ist auch ja ein Konzept, dann diese Equity-Realisierung. Es passiert vielleicht nicht so oft auf den unteren Stakes, aber dass du hier und da auch mal so ein Underpair im Bluff turnen musst. Und gerade gegen dich, ja, wo die Leute auch PokerStars Pro, da versuchen die auch schon mal hier und da den an verrückten Bluff. Also deswegen finde ich so 5er, 6er vielleicht ein bisschen häufiger zu 3-Betten als 8er, 9er gar nicht so schlecht. Okay, okay, gut. Dre, danke dir für deinen 18 Monate Resub. Vielen, vielen Dank. Okay, er flattet auf jeden Fall. Und der Flop kommt Bube 7-2 mit 2 Herz. Mhm. Ja, ich meine, das ist jetzt so eine Standardfrage eigentlich, ne? Ich meine, du dreibettest ein kleines Pocket oder mittleres Pocket-Pair und die Wahrscheinlichkeit, dass halt ein oder zwei Overcards kommen, ist natürlich massiv hoch. Also ist das halt ein typisch zu erwartender Flop. Ja, das ist jetzt schon die Frage, C-Bet ja oder nein? Ich denke schon, dass eine C-Bet wichtig und sinnvoll ist hier in dem Spot. Einfach um zumindest, ja, vielleicht eben Equity rauszuholen, wie sowas wie Ass 10 ohne Herz oder König 10 ohne Herz oder irgendwelche Sachen, die keine Backdoors haben, die sofort folden, weil sonst werde ich ja im Endeffekt, wenn ich checke, wahrscheinlich auch nur in einen toughen Spot kommen, geblufft werden oder so. Ich denke halt, dass ich noch oft, wahrscheinlich noch sehr oft die beste Hand habe. Ja. Ja, vor allen Dingen, wenn er auch so Pocket 4er, Pocket 5er, Pocket 3er hat mit einem Herz oder so und jetzt die kleinen Bett ist 5, 6 Big Blinds, kriegst du halt immer mal den Call. Wird dann, natürlich wird er auch oft mal bluffen, aber es wird auch oft runtergecheckt. Also, ja. Ich würde gar nicht, ja, 7BB ist fein. 6BB, 7BB, ich mache jetzt keinen großen Unterschied. Ja, ich hatte tatsächlich, meine Überlegung in dem Spot war tatsächlich, ich möchte eigentlich möglichst nicht gefloatet werden, deswegen ist vielleicht sogar, mein ursprünglicher Gedanke war sogar noch ein bisschen größer zu sizen, damit ich es vielleicht auch so aufsetzen kann, dass ich theoretisch vielleicht auch, wenn ich möchte, einen Turn jammen kann, weil es ja dann knapp Pot bei ihm left ist. Einfach um ihn das anzudrohen. Du könntest halt so, wenn Dame Herz, König Herz, Ass in Herz kommt, all in stellen, weil er einfach, weil du halt ein paar Flushes blockst, du hast halt, wenn er Bube, Dame, also du hast halt einfach ultra viel Fold Equity, ne, auf das Herz oder 10 in Herz. Man kriegt sowas wie Ass 7, König 7, 10, 7, 7, 8, also sind halt super viele Hände. Also finde ich okay. Frage ist halt, man könnte halt auch rein theoretisch. Ja, wenn dann finde ich halt, also entweder so ein Sizing, 7 oder 6 BB oder dann so 12, 13, 14, 15 Big Blinds. Ja, ja. Weil wenn er so Pocket 8er hat ohne Herz, ist halt für ihn ultra eklig. Du foldest König Dame in Diamonds, König 10 in Diamonds, Ass Dame in Diamonds, die Hände alle, die gegen kleine Sizing callen. Finde ich halt auch okay. Oder wenn er jetzt 7, 8 in Clubs hat, ne, gegen das große Sizing, ist halt auch schon ultra eklig für ihn, würde auch schon manchmal folden. Ja. Finde ich also vollkommen okay, auch groß, ja. Alles klar. Hat beides seine Vorteile. Ja, ich glaube, das Sizing ist genau das, was mich jetzt vielleicht auch in einen schwierigen Spot gebracht hat. Jetzt zeige ich dir mal, was passiert. Pick 4 auf dem Turn. Und jetzt hat er ja noch Infection Tom ist übrigens gerade auch im Chat, also der Villain in der Hand. Das ist cool. Und ja, jetzt. Ja, wenn er die Hand gewinnt, dann schon Instaban, oder? Ja, sofort raus. Raus! Raus mit dem! Genau. Ja, nächste Entscheidung hier auf dem Turn ist, tja, ich meine, auf die 4 will ich eigentlich ungern reinstellen. Ich glaube nicht, dass, also einen Call von was Schlechterem kriege ich auf keinen Fall mehr. Was Besseres zum Folden kriege ich eigentlich auch nicht. Also ist für mich eigentlich hier nur ein Check angesagt, denke ich mal. Ich meine, er hat schon ultra viele Floats, ne? Sowas wie Ass 9 in Diamonds, Ass 10 in Diamonds, König Dame mit König in Herz oder so. Und könnte hier nochmal so 10 Big Blinds betten, um einfach diese Hände rauszubekommen. Ja,
Okay, du meinst jetzt von meiner Seite aus, dass ich nochmal selber 10 Big Blinds bette. Würde ich jetzt nicht. Ich finde auch den Check besser, würde ich jetzt aber nicht so. Ich finde immer, wie gesagt, manchmal, wenn man in diesen Spots lost ist, so ein bisschen, das sind ja so diese prädestinierten Situationen, ne? Man weiß, man ist noch oft genug vorne, man ist aber auch oft hinten, dann hat man noch so einen ganzen Mittelteil, den man eigentlich rausholen will. Und gerade wenn man so in dieser Situation ist, und man muss ja jetzt gar nicht, und das wissen ja viele von euch auch im Chat, so intuitiv diese Situation, ja, eigentlich bin ich noch manchmal gut, aber oft bin ich auch hinten und dann oft hat er so diese Ass 9 in Diamonds, einfach diese 10 Big Blinds, einfach ein Drittel Pot betten. Mhm. Weil solange er noch wirklich Hände hat, die gegen das kleine Sizing am Flop callen und die aber noch viel Equity gegen uns haben, einfach macht man zumindest ist nie einen Riesenfehler. Okay. Wenn man im Poker das schafft, einfach viele diese Spots zu vermeiden, wo man Riesenfehler macht, dann macht man schon viel richtig. Also wenn man zum Beispiel einfach All-In geht, so das wäre halt schon Selbstmord. Ja. Ja, das ist so eine Sache, die ist, glaube ich, genau der Knackpunkt so eben. Dass nur wenn man All-In gehen kann, heißt es nicht, dass man sollte, sondern dass man eben auch immer noch kleinere Sizings wählen kann. Das ist so ein Konzept, was ich, glaube ich, auch jetzt inzwischen immer mehr mitnehme, gerade für Turnierpoker. Ja. Ja, jetzt genau umgekehrt. Also genau wie du sagst, ich hätte natürlich 10 BB betten können, habe gecheckt, aber jetzt bettet er 10 BB. Mhm. Und mein Gedanke war jetzt an der Stelle, okay, genau wie du sagst, der wird jetzt vielleicht auch hier all seine Floats und seine Flush-Draws und seine Gut-Shots und so weiter betten. Ja. Und deswegen muss ich zumindest auf die 4 nochmal callen, gerade bei dem Sizing. Ja, es könnte halt auch sowas wie Pocket-3er, Pocket-5er sein, was nicht so richtig weiß, was, also das ist halt immer, oder Ass-2, was jetzt gegen Ass-König, Ass-Dame, König-Dame, König-10 anspielt. Also, das sieht zwar jetzt aus, aber wie gesagt, wir kriegen einen Monsterpreis, ne? Die dann diese ganzen Hände behind checken. Ich glaube halt einfach, dass oft ein Bube behind checkt. Sowas wie Bube, Dame, Bube, 10. Das sind so Hände, weil wenn er jetzt Ass-2 hat und er faced null in, okay, easy decision, ne? Mhm. Und über die meisten so intuitiv jetzt ein Bube, Dame einfach hinterher checken. Ne? Ja. Weil dann ist halt eklig, wenn man All-In bekommt und dann levelt man sich in den Call rein. So, wenn man hinterher checkt, dann hat man Bluffcatcher und hat einen easy Call am River. Dann spielt sie einfach super einfach als der Checkback. Ja. Das heißt, ja, er kann 2er, 7er, 4er haben, aber das war's dann auch schon. So, und jetzt hat er den ganzen Müll. 9-8, 10-9, Bube Dame, Dame 10 in Diamonds, König Dame. Also einmal callen kann man hier auf jeden Fall noch. Okay. Habe ich gemacht. Und River pairt das Board mit dem Buben. Das ist gut. Das dachte ich genau, nämlich auch in der Situation. Und er hat auch nicht lange gezögert und hat reingestellt für den Rest. Und mein Gedanke war ähnlich wie deiner. Also ich bin auch davon ausgegangen, genau wie du schon sagtest, dass eigentlich so die mittleren Buben oder die schwachen Buben eigentlich der checken. Ace-Jack. Ja. Ace-Jack ist natürlich eine Problematik. Ace-Jack, ja. Ja gut, wie du schon sagst, eine 7er, 2er, 4er, aber das wär's. Und dann eben die ganzen geplatzten Draws. Ist halt nicht so schön, dass ich eine Herz-6 habe, aber vielleicht ist auch nicht der schlimmste Blocker, denke ich. Ja, schwache Herzen werden eigentlich, wenn er sowas wie 6, 8 in Herz oder König 6 in Herz hat, das checkt eigentlich immer den Turn. Ja. Und daneben so Hände wie Ass 5 in Herz oder Ass 3 in Herz, weiß ich nicht, ob die blöffen. Aber eben so 10, 8, 10, 9, 8, 9. Ja, und eben die Floats, ne? Also König, ja. König 10 oder König Dame in Karo. Und solche Geschichten. Nee, also ich bin immer eigentlich gegen's Hero Call, aber das ist so ein Spot. Du kriegst einen guten Preis, Bounty, er hat eine Menge Müll in seiner Range. Hat nicht viele Value-Hände, also finde ich vollkommen okay. Achter, Neuner würde ich immer fohlen, aber so Sechser, Fünfer kann man dann mal, oder wenn du jetzt hier ein Ass-4 hast, Ass-4 wäre natürlich Ass-2, Ass-4, oder selbst ein Ass-5 in Herz wäre auch kein schlechter Hero Call. Stimmt. So krass. Macht ja dann eigentlich keinen Unterschied. Ja, 8er, 9er ist tatsächlich, das ist ein guter Punkt, dass 8er, 9er ein schlechterer Bluffcatcher wäre, weil wir eben zu viele seiner. Und dann auch noch, wenn wir ein Herz dabei hätten. Ja. Genau. Ja. Ja, ich hab, wie gesagt, den Hero Call ausgepackt und es war eben dann im Endeffekt Ace Jack. Und ich glaube, das war ein kritischer Spot. Also Chat natürlich auch wieder immer gefragt, warum machst du das? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob der Tom sich vielleicht nicht auch gewundert hat, warum ich den Call ausgepackt habe, aber ja, ich bin ja eigentlich jetzt zumindest. Etwas beruhigter und entspannter, dass du da ähnliche Gedanken zumindest hast, wie ich hatte in der Situation. Ja, wir hatten das ja auch viel im Kurs, eigentlich überwiegend würde ich immer den Fold präferieren. Ja. Aber das ist halt wirklich so ein Spot, wo ich glaube, gerade auch im Early Game, wo die Leute dann, wenn die jetzt hier mit 9-8 in Diamonds zum River kommen, ist halt so,
Oh, ne, gegen Ging's Check, da werden die meisten schon, glaube ich, den Bluff finden. Also finde ich vollkommen okay. Okay, ja, da bin ich beruhigt. Dass zumindest der Bluffcatcher auch nicht so schlecht ist. Es ist halt immer die Frage, ne, wie oft blufft er wirklich da? Blufft er jetzt gegen mich oder gibt er seine Bluffs auf? Oder ist immer eine Tendenzfrage dann natürlich. Ja, oder eine Typfrage, aber kann ich ja nicht. Ich habe gegen Tom, wir haben, glaube ich, noch nie gespielt, Tom, oder außer einmal vielleicht live eine Hand am Tisch, weiß ich nicht mehr, ob wir überhaupt gespielt haben. Bei Grand Life 1, aber ja, ist halt immer die Frage. Und das ist halt auch immer eine Frage der Tendenz. Also es gibt jetzt viele, die vielleicht auf den gepairten River gar nichts mehr bluffen, aber es gibt dann viele, die sich einfach nicht helfen können und dann alles bluffen. Also das ist dann immer, es gibt welche, es ist halt super profitabel, dann gegen manche ist es halt einfach scheiße und dann ist es halt so auch ein bisschen eine Frage des Glücks, gegen wen man jetzt spielt. Und genau. Das können wir aber nicht wissen und wir versuchen halt gut gegen den Playerpool zu spielen und ja, finde ich okay. Ja, gut, alles klar. Ja, dann haben wir jetzt zwei relativ einfache Preflop-Entscheidungen, beziehungsweise Preflop- und Flop-Entscheidungen, die jetzt als nächstes kommen. Da bin ich auch gespannt. Ähnliches Turnier, ich glaube, das ist sogar das gleiche Turnier, war glaube ich kurz vorher. Auch das 109er Bounty, EPT Online. Und ja, das ist halt so ein typischer Spot. Ich öffne Dame 10 suited, Bube 10 suited, König Bube suited, all diese Handkategorien, die ich so typischerweise in Early Position eben auch open raise. Und jemand, der mich covert, macht ein recht kleines 3-Bet-Sizing. Mit einer Hand wie Dame 10 suited. Da ist immer die Frage, Call, Fold, 4-Bet wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht, weiß ich nicht, ob das eine Option wäre. Weil wir besseres rausfolden vielleicht. Und Stack das vielleicht auch noch erlauben würde, auf sowas wie 15 Big Blinds zu 4-Betten oder so, oder 14. Ja, da bin ich immer so ein bisschen lost momentan noch in diesen typischen UTG-Spots. Ja. Da solltest du dir auf jeden Fall nochmal die ein, zwei Videos bezüglich, also da kannst du gerade vor allem diese Mid-Stakes, Datenbank-Analyse-Videos machen, angucken, die ich gemacht habe. Ja. Das sind so die Situationen Middle Position gegen Early Position, die nicht so viel gedreibet-blufft werden. Mhm. Und gerade damit 10 suited, also ich call hier lieber 7-6 suited, einfach weil seine Bluffs, darüber haben wir auch viel im Kurs geredet. Genau. Falls du dich daran erinnerst, seine Main Bluffs sind so Ass 10 off. Vielleicht mal okay, ein Bube 10, 10, 9 suited, aber gerade die off-suited Combos, König Dame, König 10 suited, Bube Dame suited oder off-suited vielleicht sogar. Das ist halt, da sind wir halt schon krass dominiert, selbst gegen seine Bluffs. Mhm. Also es gibt immer so zwei Grundprinzipien im Defenden gegen 3-Bets. Die erste ist, du willst nicht von seinen Bluffs dominiert sein. So, das heißt, Bube Dame, Dame 10, Bube 10 suited sind immer so die die besten Beispiele, wenn es darum geht, dass man aus früher Position Open Race und man ist damit einer 3-Bet von mittlerer Position konfrontiert, weil seine Bluffs sind König Bube, König 10, Bube Dame, Ass Bube, Ass 10. Mhm. Und dann hat er dann immer auch Dame, Könige, Asse. Also das heißt, man sieht schon, ja, die Hand sieht schön aus, aber das wird Postflop dann nicht schön. Ja. Es sei denn, man floppt Monster und das passiert einfach zu selten. Ja, für mich ist einfach und wenn das der Fall ist, dass seine Range so aussieht, dann will man Hände defenden, die eigentlich überhaupt nichts mit seiner 3-Betting-Range zu tun haben. Ja. Das heißt, so ein 7-6 suited ist einfach viel besser. Oder so ein kleines Pocket-Paar, Pocket-Dreier, Vierer. Weil wenn man was hittet, dann hittet man richtig. Alles klar. Und es ist auch wahrscheinlicher, dass man was hittet. Ja. Weil wenn er jetzt hier Dame hat oder Ass-Dame, ist einfach natürlich, erstens hitten wir was seltener, weil er diese Karten hat. Und zweitens müssen wir ihn dann öfters auszahlen, weil er einfach die stärkeren Hände hat. Ja, ja. Das heißt, auch so ein 9-8, 10-9 suited sind schlechter als ein 6-5 oder 7-6 suited. Das muss einem echt mal bewusst sein. Das sieht man auch ganz oft in diesen, in diesen GTO-Preflop-Charts, dass dann so diese Client-Suited Connectors einfach besser wären von der Profitabilität. Ja. Genau. Wenn man jetzt Cut-Off gegen Button spielt, da könnte er 10-8 suited 3-betten, Dame 9, Dame 8 suited. Das heißt, man dominiert einfach viel mehr. Und er wird viel öfters einen König 10 flat callen, weil einfach seine natürlich die Ranges viel weiter wären und die Bluffs auch viel schwächer wären, weil unsere Ranges weiter sind. Aber jetzt hier von früherer Position. Also ich würde hier, wenn du dir nicht sicher bist, auch wenn das Sizing klein ist, ist das vollkommen okay, das hier einfach zu folden. Bube Dame, Bube 10 suited. Ja. Sei denn, er hat einen mega Bounty. Aber es ist jetzt Early Stage. Ja, er hat noch Starting Bounty. Das ist es jetzt noch nicht unbedingt wert. Ja, für mich ist immer die Überlegung, ne? Wenn ich ihn cover,
da ist wahrscheinlich so die Bounty-Geilheit noch ein großes Problem. Ja. Dass ich mir denke, okay, ich gebe mir noch ein bisschen extra Equity wegen des Bounties und das Sizing ist recht klein. Die Equity verlierst aber, du aber wieder, weil es sei denn, du spielst gegen irgendwelche komplett, sage ich jetzt mal, besoffenen Spieler, denen das wirklich gar nicht interessiert. Aber die wissen ja auch, dass die gecovert werden, viel weniger voll. Das heißt, tendenziell haben die auch stärkere Hände, also es gleicht sich so ein bisschen aus. Ne? Ja, das ist ein guter Punkt, ja. Sehr gut. Okay, ja, nur nochmal, um das klarzustellen. Okay, das war der Spot. Gut, dann haben wir einen ziemlich klassischen C-Bet-Spot als nächstes. Der ist eigentlich auch relativ entspannt, weil das war auch wieder eine Diskussion im Chat. Ich habe jetzt vor allen Dingen die Hände genommen, die so ein bisschen immer für Diskussionen im Chat gesorgt haben, weil ich die immer ganz interessant finde. Weil ich glaube, das sind dann auch immer die Fragen, die sich die meisten Leute stellen. Ist das eine C-Bet? Ist das keine C-Bet? Ist das eine 3? Kann man das callen? Muss man das holen? Und so weiter. Ich habe Ace-King suited geopenraised, kriegt zwei Caller, Button und Small Blind. Button ist ja recht short mit 21 Big Blinds. Und Board kommt 2-3-6 mit einem Kreuz, zwei Overcards, Backdoor Flush Draw. Und für mich war es relativ klar, dass ich hier eine C-Bet feuer. Aber ich bin gespannt, wie du das siehst. Also wenn Button und Small Blind callen. Weil ich denke, ich kriege halt schon noch vieles raus, was einfach Equity hat, also 9, 10, Bube 10, Dame, Bube, all die Hände, die irgendwie eine Overcard haben, und gegen die anderen Hände habe ich zumindest Equity mit zwei Overcards und einem Backdoor Flush Draw und kann vielleicht auch den Button, wenn er einmal callt, auf dem Turn, auf dem gescheiten Turn All-In stellen mit Fold Equity. Wie siehst du es? Naja, das ist so, das sind immer so die drei Low Cards, wenn die alle drei Sets haben. Warte mal ganz kurz. Ah, danke. Sollten wir erstmal checken. Das Problem ist halt einfach, das sind so die schlechtesten Boards. Und das spielt sich halt Check einfach viel leichter. Mhm. Okay. Ja. Gut, gut. Weil genau das war dann die Action und Chat hat im Endeffekt eigentlich auch gesagt. Wäre dann die Option, halt auch einen Check-Call zu spielen auf dem Flop, je nachdem, was das Sizing ist? Ja, ja, ich würde immer den Flop check-callen. Check-callen, ja. Also. Alles klar. Gut. Okay, ich meine, da habe ich dann meine Equity aufgegeben und im Endeffekt ging es halt rein. Ist halt sehr witzig. Aber wie du schon sagst, ist halt eigentlich sehr gut, das jetzt mal so zu sehen, weil im Endeffekt, um das Ergebnis mal zu zeigen, die beiden haben es reingestellt mit Händen, gegen die ich eben vielleicht meine Equity hätte realisieren können, hätte ich den Flop gecheckt. Oder zumindest eine Chance gehabt hätte, das zu realisieren. Ja. Das ist spannend. Ja, ich meine, das ist jetzt sehr resultatsorientierend, aber es ist halt immer so ein Grundprinzip, drei Low Cards, wo dein Gegner alle drei Sets haben kann, müssen wir eigentlich fast immer checken, weil das Problem ist, unsere Range hat viel mehr Bube Dame off, Bube 10 off, Ass 9 off, was die jetzt nicht spielen in den Positionen. Ja. Das heißt, die haben öfters ein Pocket Paar oder eine Suited Hand. Und 50% der Zeit haben die eine Suited Hand, die auf dem Flop callen kann, weil es ein Flush Draw oder ein Backdoor Flush Draw hat. Mhm. Und dann natürlich noch Ass 4, Ass 3, Ass 2, Ass 6. Das heißt, mit der C-Bet hast du eigentlich gar nicht so viel Fold Equity. Ja. Es sei denn, du hast 10. Es wäre jetzt keine Katastrophe mit der Hand, aber du hast einfach super oft eine Hand, wenn du nicht das Herz oder Club hast, was einfach überhaupt nichts mit dem Board zu tun hat. Mhm. Deswegen wollen wir halt immer ein Bube Hochboard oder Dame 10 oder Dame Hochboard. Weil die einfach viel besser sind für uns, natürlich. Alles klar. Gut, gut. Ja. Wunderbar. So, weiter geht's. Ich glaube, die Hand. Ich guck mal gerade, ob. Die ist jetzt. Können wir mal schauen, was du meinst. Wir haben nicht gecheckt. Wir haben gebettet und wurden dann von unserer Equity geraced. Aber gut, wir wissen noch nicht, ob das. Also, ich will da, wie Ben schon sagt, ich will nicht ergebnisorientiert sein. Ich fand die nur ganz interessant, weil der Chat dann eben auch wieder die Frage gestellt hat: Müssen wir das C-Betten? Sollen wir das C-Betten? So, dann auch wieder selbes Turnier. Wir spielen jetzt hier gegen einen Freizeitspieler. Ich habe Queens im Big Blind und ein Stack von 27 BB. Hier auch die Frage, bei der Stack-Size, bei dem Gegnertyp, das ist ein ziemlich Loser-Spieler, der spielt so ziemlich alles Mögliche und hat jetzt auch gerade einen guten Stack aufgebaut, covert alle und schießt jetzt hier so ein bisschen wild. Ist auch sehr sticky. Frage, bei der Stack-Size direkter Jam Preflop oder tatsächlich noch eine 3-Bet oder ein 3-Bet-Sizing zu wählen, was ihn animiert dazu, eben auch noch Schlechteres zu callen.
Oder würdest du hier tendenziell eigentlich eher Preflop? Ja, ich würde Damen, Könige, Asse immer drei betten hier. Also ich glaube einfach, quasi. Ja, so 7 Big Blinds. Mhm. Man muss es auch nicht zu klein machen, weil wenn die eine Hand haben, das Bounty chasen wollen, dann ist halt eh sowieso... Ja, ja. Definitiv besser als ein Jam, denke ich auch. Und er callt. Und Flop kommt unglücklicherweise King High. Ja. Ja, selbst wenn das King... Also das einzige Board, wo ich vielleicht folde, sind Ass... Also mich von der Hand trennen kann, ist ein Ass hoch oder Ass König hoch. Aber hier bette ich Flop und Jam den Turn. Ah, okay. Also, das heißt, genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja, Karte. Ich meine, Pot Left quasi, der kann 6-5 Ass-5 suited haben, Flush Draws. Ich dreibette ja mit der Intention, dass ich dann einfach Post-Flop ihn instecken kann. Und wenn er ein Freizeitspieler ist, wird er auch schlechtere Hände callen. Alles klar. Also, das heißt, Check ist jetzt nicht schlimm, aber. Ja. Also ja, tatsächlich einfach am Flop irgendwie 4 Big Blinds oder irgendwie eine kleine Size vielleicht, genau, die genau, dazu animiert, schlechteres zu callen, schlechteres reinzustellen. Ja, dass er nochmal wirklich super schlechte Hände floatet, so Bube 10 in Herz oder Bube Dame in Herz, die wirklich so richtig krass dominiert haben. Ja. Ja. Alles klar. Ja, er geht hin und pottet und ich meine, mein Gedankengang war eigentlich dann auch an der Stelle für mich eigentlich klare Sache. Ich block. Ja, es geht das Geld rein, also. Ja, dann geht die Kohle rein. Auch wenn wir jetzt natürlich den Flush-Draw blocken, aber ist ja eigentlich auch gut für uns, wenn er jetzt König 10 in Herz hat, dann haben wir halt noch ein bisschen Runner-Runner-Flush-Equity. Ja. Yes, alles klar. Gut. Es ist halt auch nie eine monsterstarke Hand. Einfach wenn der König 5, 5er oder 2er hätte, dann würde der oft kleiner spielen. Aber. Ja. Ich meine, das ist halt einfach Pech. Ja, alles klar. Gut, gut. So, jetzt haben wir noch einen interessanten Spot. Da bin ich jetzt auch gespannt. Ich muss gerade noch schnell kommentieren, das geht aber ruckzuck. Auch wieder gleiches Turnier. Jetzt ist mal runter. Genau. 50 BB. Ich habe Queen Jack Offsuit, da ist schon die Frage. Ich meine, es ist ein 8 Max. Chat hat auch richtigerweise gesagt, ist eigentlich kein Open Race. Ich habe es geopen raced, weil im Big Blind halt ein 12 Big Blind Stack mit einem ziemlich großen Bounty sitzt. Also Startbounty ist $25. Und ich glaube, der Startstack war 50k, also er hat anderthalbfachen, bisschen fast zweifachen Startstack, aber fast viereinhalbfaches Start-Bounty. Und hinter mir sitzen noch ein paar shortere zumindest, dass ich mich für einen Open Race halt entschieden habe. Ich weiß nicht, ob das so passt oder ob das gut ist. Small Blind ist wieder, glaube ich, besagter Freizeitspieler aus der letzten Hand. Nee, das kann ja nicht sein, muss ein anderer gewesen sein, aber auch ein sehr, sehr loser Freizeitspieler, der einfach eine Menge callt. Er flattet hier im Small Blind und Big Blind jammt seine 13,66 BB rein. Und ja, meine Frage ist jetzt hier im Endeffekt einfach, ob ich fürs Bounty da reingehen kann, soll. Queen Jack Offsuit natürlich nicht das Beste, weil wir eben auch oft dominiert sind. Aber ich denke mal, dass er auch alle Paare reinstellt, sodass wir da eben auch oft flippen, dass wir vielleicht den Small Blind eben rauskriegen mit 50 BB. Ja. Dass er vielleicht keinen Bock hat, 50 BB off zu callen. Unser Bounty ist 50, also doppeltes Start-Bounty. Ja, das Problem für ihn ist selbst, also das Ding ist ja, wenn er 7-6 suited hat, müsste er schon fast, ich meine, das sind 4 Bounties plus 2 Bounties von dir. Mhm. Das sind 6 Bounties in der Mitte. Das kann schon sein, dass der fast alles callen muss, was er da callt. Weil er weiß halt, dass du auch deine gesamte Range reinstellst. Ja, ne? Ja. So, du musst jetzt eigentlich fast alles all-in stellen. Jetzt ist so eine Frage, den Spot kann man super einfach mathematisch lösen. Aha. Big Blind hat so eine Range von, weiß ich nicht, 7 plus, Ass, 10, König, Dame. Das kann man ja auch relativ gut definieren. Mhm. Ja. Soll ich mal gerade ein Equilab aufmachen? Moment. Ja. Ja, der Spinnaker hat hier eigentlich einen sehr validen Punkt. Vielleicht ist das falsch rübergekommen. Wir stacken da jetzt nicht mit Damen off, weil wir sagen, ja, Mai, wir haben Damen Preflop gedreibettet, jetzt gehen wir auf jedem Board broke. Wir sagen das ja, Mai, wir gehen jetzt broke. Dann Gott, ist das halt so, weil er hat genügend schwächere Hände. Und dieses, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Einfach natürlich, weil wir wissen, dass er auch manchmal eine bessere Hand hat. Aber er wird sehr oft auch eine schwächere Hand haben. Und dadurch, dass wir nur noch, dass wir ja, ja, wir riskieren unser Turnierleben, aber im Endeffekt riskieren wir nicht unser Turnierleben mit 50, 60 Big Blinds und Mittelpair, sondern wir riskieren unser Turnierleben mit 20 Big Blinds. Das ist natürlich jetzt auch scheiße, aber
weniger scheiße als mit 50, 60 Big Blinds. Das ist so dieses, ja, ja Mai, dann ist es halt so, wir können mit 20 Big Blinds jetzt nicht mehr warten, bis wir drei Betten und Postloppen immer ein Overpair, wir müssen dann das Geld einfach reinbringen. Ich meine, das wäre eine Katastrophe, er kann Ass 5 suited, 6, 5, 7, 5 suited, Dame 5 suited haben. Das ist ein Freizeitspieler, eine suited Hand für einen Bounty, der kann sich denken, ey, wir haben immer Ass Dame, Ass Bube, der hat jetzt ein Pair, der sieht auch, oh, fürs Bounty, ich habe ein Pair, investiert jetzt den Rest seines Stacks und deswegen, ja Mai, dann ist es halt so, dann hat er manchmal eine bessere Hand, aber no way, dass wir da jemals folden können mit Dame. Ja. Ja, ja, das habe ich auch so gesehen. Ja. Gut, ich habe jetzt mal ein bisschen... Aber er hat recht, weil es ist wirklich viele, die dann einfach so, die keine logische Begründung haben und sich auch dann auf dieses, ja Mai, ich habe jetzt halt nicht mehr so viel, dann geht's halt da rein jetzt. Ja, ne? Das aber ist immer die schlechte Begründung. Das ist natürlich scheiße, ne? Ja. Mhm. Ja gut, da haben wir nicht mehr so viel, er geht rein, ja okay, komm. Re-Raise, Re-Entry. Nee, so nicht, Leute. Das stimmt. Das ist auch nie die Begründung. Aber das hört sich manchmal auch so an, ich kann das auch verstehen. Manchmal im Stream bin ich ja auch so, ich erkläre dann Sachen nicht so tiefgründig, wie wir das jetzt hier im Coaching machen können und sage dann einfach, ja gut, ist halt Pot Left und dann geht's rein und die Leute denken, das ist die Begründung dafür, dass ich jetzt reingehe, weil ich Pot Left habe. Aber ja, das ist nicht die Begründung, sondern ja, die Begründung, die lasse ich dann meistens sogar aus oder denke sie mir nur und die Leute fragen sich, hä, Moment, was hat er denn jetzt da gemacht? Warum ging das rein? Ja. Ich hätte Preflop All-In besser gefunden. Das ist auch eine sehr zweifelhafte Aussage, wenn du siehst, dass wir eigentlich unseren Gegner dazu bringen, unsere Dreibet mit König 10 Offsuit zu callen. Wenn wir das nur mit Damen, Könige, Asse machen, mach mal ein Equilab auf und dann siehst du mal, wie gut wir unser Geld eigentlich Preflop reinbekommen haben. Dass wir ab und zu, dass er ab und zu mal seine drei Outs trifft in einem Kartendeck von 54 Karten, ist halt so. Aber genau das ist ja der Grund, weil da habe ich immer so das Gefühl, dass die Leute, die wollen wirklich nur, wenn sie 100% haben. Ja, das ist da kommt diese Langfristigkeit, diese Profitabilität vom Poker her, dass wir unsere Gegner dazu zwingen, Fehler zu machen, indem sie Geld investieren, zu viel Geld investieren mit Händen, die nur 10, 15, 20% Equity haben. Und das ist ja jetzt für ihn der Best Case. Wir machen es ja wirklich nur mit Damen, Könige und Asse. Wenn wir jetzt Asse haben, kannst du dir ausrechnen, dass der da weniger als 20%, weniger als 15% hat. Ne? Mhm. Also besser geht's ja nicht. Das ist dieses nicht immer All-In, 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 einfach weil man dann Post-Flop schwierige Situationen vermeiden möchte. Das passiert halt in ein, zwei von zehn Situationen, dass wir da halt einfach mal ein High-Card-Board haben, wenn wir Dame oder Könige haben. Ist halt so. 52 Karten, ja. Ihr habt die Joker vergessen, ihr Noobs. Ja. Also, das ist halt ja, das ist halt etwas, was man genau. Das muss man halt einfach auch mal noch im Hinterkopf behalten. Ne? Ja, und ich glaube auch genau dieses Denken ist halt, wie du schon sagst, ich glaube, die meisten Leute sind da wirklich darauf bedacht, dass sie sich denken, ich will es lieber einfach haben, weil es könnte ja noch sein, dass es ein blöder Flop kommt und dann ist halt so der, dann kommt halt wieder so dieses emotionale, ja, ich will aber nicht, dass König oder Ass auf den Flop kommt. Das ist ja nicht euer Ziel. Also es ist ja nicht irgendwie das Ziel, zu vermeiden, dass ein König oder Ace auf Flop kommt. Klar ist das unangenehm und ihr werdet die Hand dann auch mal in 20-30% der Fälle verlieren, aber ihr wollt ja maximalen Profit aus dem Spot rausholen, ne? Ja. Langfristig. Und ich gebe dir absolut recht, in meiner Erfahrung, die Jams Preflop werden auch nicht mehr so losgecallt, wie das vielleicht mal der Fall war. Klar, mit dem Bounty, wenn du auf den richtigen Freizeitspieler triffst, ja, kannst du das gerne machen. Aber ich habe das Gefühl, du kriegst halt schon auf die kleinen drei Bets dann, gerade wenn ein Bounty verfügbar ist, eben dann solche losen Calls, weil die Leute sich nicht trennen können. Und wenn er dann sticky ist, callt er den Jam Preflop. Ja, das sehe ich nicht so. Ja. Also wie du schon gesagt hast, genau, ich meine, das sind 26, der wird das nicht mit Ass 3 off callen. Ich glaube, er wird eher eine 3-Bet mal mit Ass 8, 9 oder Ass 5 off callen, als den All-In und das ist halt einfach viel besser für uns. Ja, true. Gut, zurück zu unserem Queen-Jack-Spot. Und viele Hände, den Jam callen, gehen auch selber All-In. Wenn er jetzt Pocket 7er, 6er hat, ja, dann geht's Geld rein. True. Da habt das. Das sehe ich auch so, ja. Also ich finde, Bube Dame kann man Preflop auch folden. Ja. Muss man jetzt nicht open raisen. Aber wenn es jetzt ein Tisch war, wo du viel geopend hast, wenig Dreibets bekommen hast, ist es vollkommen okay. Also wie gesagt, ich finde auch das Open Raise besser, finde es jetzt aber vollkommen okay, das auch zu folden. Okay, alles klar. Ja, ich habe jetzt einfach mal, du kannst ja mal sagen, was du davon hältst. Ich habe jetzt mal hier ein bisschen Equilab präpariert und habe einfach mal Ranges, wie du schon sagtest, dem Big Blind habe ich jetzt mal 7er aufwärts, Ass 10 Offsuit aufwärts gegeben. Danke für den Sub. Für den Jam. Auch und, du bist jetzt ein Teil des Grind-Imperiums. Shoutouts an
Daltons ist mal wieder da. Grüß dich, Thomas. 31 Monate. Vielen, vielen Dank für deinen Resub. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ist so eine Flatting Range? Das ist halt die Frage, was flattet der Freizeitspieler? Bestimmt noch eine Menge mehr. Ja, ist vollkommen okay. Und sind das so die Hände, von denen du auch ausgehen würdest, wenn er jetzt, ja, dann, dass er dann wirklich alles callt, ne? Das macht auch keinen großen Unterschied, ob du jetzt da 3 Ass 8-6 suited und 8-7 suited drin hast oder 8-6 suited rauslässt. Ja. Im Prinzip macht das wegen einer suited oder off-suited Combo mehr oder Hand weniger, wird sich der Equity-Unterschied nicht so krass bemerkbar machen. Ja, ja. Ja, dann kommen wir so auf die 26%, das ist natürlich nicht viel. Ist halt die Frage aufgrund der Bounties, wie viel wir da noch abschmatzen können zusätzlich. Also es ist ein 4,5-faches Start-Bounty. Du hast aber trotzdem halt noch Fold Equity, er wird ja nicht alle Hände callen, ne? Mhm. Ja. Das ist halt, wie gesagt, für ihn aus dem Smallblind halt auch. Ich jams, das ist wirklich ein super, super schwieriger Spot. Also das Ding ist ja, fand ich auch. Es gibt zwei Szenarien. Entweder er versteht, was hier abgeht und er callt super weit. Das heißt, er callt aber auch Hände, gegen die wir dann vorne sind. Ne? Du mit 10 suited, Dame 10 suited, ja, genau. 9 8 suited, 7 8 suited. Ja, ich glaube halt auch, dass Ass-Dame eher einfach auch auf 3 betten wird. So, das okay. Heißt, es ist halt super eklig. Er hat halt König-Dame, König-Bube suited. Boom-Dame, ultra unwahrscheinlich. Die ganzen Pocket-Paare hat er, die unteren. Die ganzen suited Connector, die ganzen suited Asse. Und dagegen performen wir echt okay. Also, ja. Ich, das dachte ich mir auch. Das ist so auch so ein Spot. Ja, meine hat das, all in. Ja, super. Und genau das sind immer die Schlimmsten. Ich schwöre dir, Ben, ey, Streamen ist einfach tough business, weil du kriegst halt einfach genau die Kontroversen danach, ey. Alle so, was hast du jetzt da schon wieder gemacht? Was hast du jetzt da schon wieder? War das schon wieder so ein Bounty-Ausraster? Ja. Ja gut, aber im Endeffekt war es sogar noch ganz nice. Also der Spot war echt ganz nice, weil ich gegen 9er und gegen 7er unterwegs war. Ja, das ist eigentlich, das ist der Dream-Spot. Mit den Bounties ist das vollkommen okay, da so zu gamblen. Ja, ne? Und ich meine, ich habe mir auch fürs Future-Game Gedanken gemacht, wenn ich jetzt hier, ich nehme 4,5 Bounties mit plus eben einen 2,5-fachen Stack. Ich kann mein Stack verzweieinhalbfachen. Oder zumindest verzweifachen. Ein bisschen mehr als verzweifachen. Ja. Und das ist halt auch ziemlich gut für den Tisch, denke ich. Ja. Also ich sag, man muss beim Bounties halt immer aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Nicht, dass du das jemals übertreibst mit dem Bounty-Jagen. Ach, ich doch nicht. Aber man muss sich halt auch überlegen, dass in den Situationen, wenn wir das Ding, den Coinflip, sage ich jetzt mal, gewinnen, eigentlich schon Break-Even oder mit dicken Profit in dem Turnier sind. Ne? Ja, ja, klar. Ja, Chat, ey, komm, jetzt mal ganz ehrlich. Als ob ich jemals mit Bounties ausgerastet wäre. Habt ihr mich da schon? Ihr kennt mich. Ich bin da immer solide unterwegs. Okay, gut. Haben wir leider verloren und dann waren wir raus und dann war Chat traurig. Okay. Jetzt bin ich bei dem Turnier, was ich gestern mit Knossi und Knüppel gespielt habe. Das war auch ziemlich spannend. Im 215er Bounty Builder waren wir alle drei. Und Knossi und ich sind ziemlich weit gekommen. Das war ziemlich cool. Auch ein spannender Spot, auch sehr, sehr kontrovers gewesen. Direkt einer der ersten Hände. Wir gehen rein, kaum am Tisch. Ich habe Ace King suited. Es gibt ein Open Raise von einem ziemlich guten Spieler, sechsstelliger Profit auf Sharkscope, Flat Call von einem anderen sehr guten Spieler, auch mit sehr hohem Profit auf Sharkscope, direkt mal nachgeschaut. Und ich habe Ace King suited hier am Button, habe es gesqueezed auf 10 Big Blinds. Weiß ich, kannst auch gerne was zum Sizing sagen? Ja, ein bisschen auf der größeren Seite. Ich glaube, 9 Big Blinds reicht vollkommen aus. Wir haben Positionen. Man will halt auch vielleicht so, ich finde es, wie gesagt, 8, 9, 10 Big Blinds beschützt deine Hand auch schon gut. Also das macht keinen Grund. Aber ich finde halt immer gut, das ein bisschen eher auf der kleineren Seite zu machen, weil man noch so ein bisschen diese Equity hat. Ah, der ist ein Streamer, der ist PokerStars Pro, ich 4-Bit bluffe. Das ist halt so, jetzt dagegen zu 4-Bit bluffen, es wird halt, also er kann fast gar nicht mehr 4-Bit folgen. Ne? Ja. Wenn du es jetzt auf 9 Big Blinds machst, dann könnte er nochmal auf 18 Big Blinds, 19 Big Blinds, 4 betten und 8,5 Big Blinds, so das Vierfache wäre jetzt so, man macht dreifach gegen 1, vierfach gegen 2, also finde ich jetzt vollkommen okay, da auf 8,5 Big Blinds ist ja, echt. Ja, ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen mehr angewöhnen, in Position kleiner zu squeezen, in solchen Spots. Dann gibt es ein Flat von dem guten Spieler und der andere gute Spieler macht den Backjam. Direkt eine der ersten Hände. Und mit 60 BB, er covert mich ganz, ganz knapp. Also er covert mich wirklich um 0,2 Big Blinds oder so.
Ja. Und ich cover, glaube ich, doch den UTG-Spieler. Ja, ich meine, da schmeiße ich meine Chips aber so schnell in die Mitte. Echt? Oh shit. Okay, fuck. Ja, ich meine, es ist ein Bounty-Turnier. Ja. Der hat hier alle Ass, Bubas, Dame, Achter, Neuner, Zehner. Aller Jubeljahre im Schaltjahr mal eine Trap, aber. Okay. Gut, ich glaube, ich bin zu gebrandmarkt von den ganzen Spots mit Ace King. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an ein paar Coaching-Sessions, wo ich dir auch ein paar Ace King-Spots gezeigt habe, aber das waren deutlich mehr Big Blinds natürlich. Das waren so 80, 90, 100 Big Blinds oder so. Ja. Ja, aber ja, vielleicht. Ich meine, der hat 10er Boom voll in der Range, was er jetzt hier einfach reinstellen kann, gegen so mit so viel Dead Money. Also das. Ne. Ja, alles klar. Gut, ja, wir werden nicht erfahren, was er hatte, weil ich habe tatsächlich den Nitfold heute mal gemacht, beziehungsweise gestern. Ich habe echt immer so, das ist wirklich so inzwischen, so, wir gehen rein, das ist auch so eine Situation, wir gehen rein ins Turnier, ich habe die erste Hand und ich glaube, ich will meine erste Bullet nicht schon direkt ja, investieren. Das Ding ist halt, er covert auch beide, für ihn ist es so, für ihn, ja, mit Ass-Dame, super easy da jetzt hier für sagen wir mal, sind da 10, 20, 23 Big Blinds schon in der Mitte, wenn er kann sich sagen, ja, 10er, ja, Mai, wenn einer es hat, dann hat das, wenn alles wir flippen, klar. Gut. Also, das ist in dem Freeze-Out könnte ich das noch verstehen, aber in dem Bounty never. Okay. Würde ich ja never fallen. Dann geht's rein. Okay, gut. Dann. Next Hand. Warte mal, das ist die falsche. Wo ist sie denn? Hier. So, Ace Queen off aus dem Small Blind. Auch 215er Bounty Builder, ist jetzt alles Cut-Off öffnet. Und ja, für mich wäre es hier eigentlich relativ klare 3-Bet. Ich habe tatsächlich in dem Spot allerdings geflattet. Ich glaube, das ist eher so die Situation, ich will bei der Stack Size irgendwie keine 4-Bet kassieren. Weil er eben mich covert oder weil die Leute hinter sich covert. Ist wahrscheinlich aber trotzdem einfach eine 3-Bet auf 8, 9 Big Blinds. Standardmäßig. Ja. Würde ich vermuten. Und Flop kommt Ass, Bube 10. Also gegen Button Cut-Off, wenn du gecoverte Stack bist, hier würde ich es immer 3-Betten. Okay. Und dann, aber gegen 4-Bet ist bei 50 BB, was wäre die Antwort? Also gegen einen Non-All-In 4-Bet Call, gegen einen All-In Call ich glaube ich auch. Oh, krass, okay. Ja, das ist gegen Button Cut-Off. Ich glaube nicht, dass wir Ass-Dame da jemals. Also, wir müssen da ultra weit. Das ist auch wieder in den Videos, die ich gemacht habe, in den kürzlichen Updates für die Tournament Masterclass, wo ich mal so die Stats zeige, wie weit man eigentlich gegen 4-Bets defenden muss. Und das ist mal ganz interessant, weil da kann man echt kranke Exploits machen. Okay. Ich zeige auch mal ein bisschen so, okay, die Leute 3-Betten gerne, aber sind dann so ein bisschen aus, ja, was müssen wir eigentlich in 4-Bets defenden? Gerade wenn wir deeper sind, 60, 70 Big Blinds gegen 900 in 4-Bets. Wie? Also erstmal in der Theorie. Ne? Das heißt ja nicht, dass wir das so machen müssen. Und Ass-Dame ist da erstmal auf jeden Fall ein Snap-Defend. Und Ass-Dame ist nicht mal so die Bottom-Range, gerade was die Suited Combos angeht. Und da würde ich erstmal Ass-Dame. Also, ja, das ist wieder so, man hat zwei Situationen, ne? Man kriegt den Call der 3-Bet und da printen wir einfach so unglaublich viel Geld mit unseren 3-Bets, weil er so viele Hände callt, die wir dominieren und so viele Hände auch rausholen, die, ja, so 10, 9 off, Bube, 9 off, die wir einfach nicht, ja, drei Free Cards geben möchten. Und dann ist natürlich, ja, wie oft 4-Bettet er? Er callt die 3-Bet, weiß ich nicht, 60% der Zeit, 35%, 40% oder sagen wir mal 50% der Zeit, 40%, 45% der Zeit foldet er und 5 bis 10% der Zeit vierbettet er. Ich will mich halt wirklich darauf fokussieren und eine gute Strategie dagegen haben, was das most likely Szenario ist. Und nicht, ja, ich weiß nicht, was ich gegen die Vierbett mache, deswegen call ich. Ja. Das ist der falsche Ansatz. Ja, absolut.
Ja, das ist wahrscheinlich aber auch so ein Streamer-Ding, ne, mit dem ich mich befassen muss, weil ich immer das Gefühl habe, so die vier Bets sind dann relativ weit und ich weiß nicht genau, ob ich defenden darf, ob ich soll. Wie du schon sagst, wenn du jetzt sagst, ey, du callst sogar einen Jam und du callst auch eine 4-Bet, das wären halt genau in die Fragen, Bounty, die ja. ich mir noch nicht gestellt habe oder die für mich noch gar nicht beantwortet habe. Von daher, ja, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also, wenn er, wie gesagt, ein sehr tighter Spiel ist, kann man es halt immer folen. Und ja. du kriegst halt, gibst halt Button auch mit seinem 7-6 off einfach viel zu viel Free Equity. Ja, ja. Gegen Under the Gun finde ich es okay. Einfach weil, ja, seine Range viel tighter ist. Mhm. Oder sage ich mal gegen Middle Position, aber gegen Hijack Cut off Button ist Ace Queen off erstmal für mich eine Standard 3-Bet. Ja, okay. Alles klar. Ja, und dann schaue ich, was passiert. Und in den meisten Fällen kriegt man erstmal nie eine 4-Bet. Also ja. passiert seltener, als man denkt. True. Ja, dann kommen wir jetzt in den Post-Flop-Spot. Multiway auch noch. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt, weil das ist ja eine Hand, mit der wir eigentlich in dem Spot gar nicht wären, wenn wir sie halt drei betten würden. Also es heißt recht klein auf dem Flop. Ja, ich meine, für ein Checkraise ist die Hand wahrscheinlich dann doch nicht gut genug. Gebe ihm natürlich dann dadurch auch die Chance, seine Equity zu realisieren, wie du schon sagst, ne, wenn ich einfach nur check calle. Aber ja, dann geht check, check. River kommt die Karo 10. Und ja, Frage ist jetzt hier eigentlich im Endeffekt nur nach einem River-Play, also ein Bet-Sizing. Ich denke, ich habe eine Value-Bet. Ich weiß nicht, ob er viele Ass-X-Kombinationen hinterher checkt auf dem Turn oder die nicht doch eher bettet für Protection, für Value, vielleicht irgendwie Half-Pot oder so. Und ob ich noch Value von einem Buben bekomme, ist halt auch fraglich. Ich habe halt einfach gedacht, ich bet irgendwie so. Ist halt so die Standard, ich weiß nicht, was für ein Sizing ich wählen soll, deswegen nehme ich Half-Pot. Wahrscheinlich wäre vielleicht sogar kleiner besser gewesen, so 3,54 Big Blinds. Ja, ich glaube, das ist vollkommen okay. Ich meine, der hat halt super viele schwächere Asse, die Pot controlled haben. Wir blocken halt ein paar Dame 10 Kombos, was ganz gut ist. Also, ja, finde ich vollkommen okay. Wenn er zu groß bettest, fängt man sich schon an, gegen bessere dann zu isolieren. Mhm. Ja, das war auch mein Gedanke. Also, finde ich jetzt vollkommen okay. Okay. Gut, dann lernt von meinen Fehlern, Leute. Ich meine, ich will nicht ergebnisorientiert sein, aber es ist halt genau so ein Spot, wie schon Ben sagte, ne? Die 3-Bet-Preflop regelt da schon einiges. Ja. Und die Equity habe ich ihn halt einfach realisieren lassen mit seiner Hand. Ne? Okay. Gut. So. Ah, unlucky. Ja, aber darum ging es mir jetzt gar nicht so sehr. Also ja. wirklich mehr die Spielweise, eben die 3-Bet-Preflop, eben die Geschichte, die Diskussion darum, die hilft mir schon massiv, ne? Und dass eben der Plan ja. weiterentwickelt wird. Und dass man eben, wie du schon sagst, halt sich auf das Most Likely Szenario konzentriert, das ist ganz wichtig, weil das macht man ja, ist auch wieder langfristiges Denken, genau was wir gerade eben auch angesprochen haben. Ne? Wenn man da nicht langfristig denkt und sich einfach nur in den Spots verliert, wo man dann eine schwere Entscheidung bekommt, dann kommt man auch nicht weiter. Ja, absolut. Ja, Chat, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ne, dann haut ruhig raus. Also ihr könnt gerne oder dürft gerne oder sollt gerne auch fragen, natürlich. Jemand hatte noch gefragt, welches 4-Bet-Sizing ich in der Ass-König-Hand wählen würde. Ja, so um die 18, 19 Big Blinds. Also das ist so. Also jetzt als UTG-1-Spieler? Genau, ja. Ja. Verstehe. 3,5 Big Blinds und dann werden wir geraced. Was machen wir da? Check-Call keine Option? Nein, Check-Call ist never eine Option. Das denke ich auch nicht. Es ist einfach, es gibt keine Bluffs, keine natürlichen Bluffs, es gibt keine schwächeren Value-Hand. Also das ist so der typische ein Drittel Half-Pot. Das ist so, viele, die jetzt hier Check-Callen, so, oh, ekliges Board. Ja. Und will nicht geraced werden. Ja, ja, genau. Also wenn, dann ist es ein Check-Fold. Wollte gerade sagen, also wenn er jetzt hier also bettet, das ist halt, sei denn, also alles, was über Half-Pot-Bet ist, ist ein Check-Fold. Hm. Easy. Ja. Wenn der natürlich 3BB bettet und dann irgendwie versucht, so mit Ass 5 gegen den Boom noch zu Value-Betten oder was immer, dann call ich auch, aber Check-Call macht aus spieltheoretischer Sicht keinen Sinn in dem Spot. Hm. Gut. Wenn wir den River kleiner betten, triggern wir doch ein Race vom Gegner, deswegen finde ich die 50%-Bet auch besser. Ja, das war im Endeffekt auch. Ja, 50% ist aber auch das Maximum. Ja. Okay, es gibt halt einfach, das Ding ist, ja, es gibt Situationen, wo ich nicht klein betten will, weil er einfach viel Trash hat, aber kannst du nochmal zum Turn gehen? Oder zum Flop? Ja, wann, wie war jetzt die Line? Und ich gehe nochmal zum. Warte mal, es war. Wie waren es? Preflop 2BB, ne? Preflop waren 2BB, Flop waren 2,17BB. Ja, ich meine, er checkt den Turn. Ich meine, er bettet hier viele Asse am Flop.
checkt den Turn. So, da sind wir halt immer gut. Immer gut, es sei denn, er hat jetzt hier irgendwie Dame 10, König 10 gehittet. Oder sowas wie Bube, Dame, Diamonds, König, Bube, Diamonds. Aber wir bieten halt noch alle die Assex. So, es gibt einfach keinen Bluff für ihn, wo man sich sagen kann, ey, ich habe einen guten Blocker. Und macht Sinn. Ja, vielleicht Bube, Dame und König, Bube in Kreuz. Das sind so die einzigen beiden Hände. Und wenn es fast keine natürlich, er müsste jetzt hier Pocket Dreier mit einem Diamond raisen, so. Ja. Was aber auch keinen Sinn macht, weil wir haben nie einen Flush mit einer 3 oder mit einer 4 oder 2 oder 6 oder 7. Wir callen ja hier nicht 6, 7 Diamonds auf dem Flop. Mhm. Also es macht halt absolut gar keinen Sinn für ihn. Vielleicht Pocket Kings mit einem Diamond. Die checken aber auch auf den Flop. Ich bin schon echt überrascht, dass er König 10 hat. Macht aber Sinn, ist vielleicht so eine Hand. Find sogar König 10 aus seiner Sicht einfach auch geil als Triple Barrel hier. Mhm. Also ich würde es in seiner Situation checken. Also es gibt einfach super wenig Bluffs. Deswegen würde ich einfach klein betten und gegen den Raise fallen. Also super einfach. Ja. Yes, yes. Jetzt haben wir schon mal gefragt, dann kommen die Fragen auch ab. Wie viel Big Blind Stack Size macht eine 4-Bet, ohne dass ich dafür jammen muss, überhaupt Sinn? Ich denke mal irgendwie, also meine Grundregel wäre da irgendwie so, wenn ich 4-Betten kann, das immer noch so ungefähr ein Drittel effektives Deck Size, also so bei 45, 50 Big Blinds kann ich immer noch irgendwie so auf ein Drittel des Decks 4-Betten und dann eben noch auf den Jam folden. Ja, man kann das schon noch mit, sag ich mal, selbst mit 40 BB 4-Bet folden, ne? Wenn es kommt auch dann, wenn der Gegner auf 12 Big Blinds 3-bettet, dann ist es halt auch schwer mit 40 BB oder 50 BB zu 4-Bet folden. Ja, wenn der Gegner aber auf 6 oder 7 Big Blinds 3-bettet, dann ist es noch, kannst du mit einer viel kleineren Stack Size noch 4-Bet folden. Ja. Also, das ist halt immer so ein bisschen. Yes. Also, for Value ist mir das egal. Sag ich mal, wenn einer. Also, wenn ich gegen eine Recreation spiele, dann versuche ich halt immer, Asse, Könige, Damen zu 4-Betten und was zu inducen. Aber gegen gute Spieler. Ja. Kommt es halt, wie gesagt, immer auf die 3-Bet-Size an. Da kannst du selbst nicht mal sagen, so ungefähr 30 oder 40 Big Blinds. Mhm. Oder 50, sagen wir mal 50 Big Blinds, 30 Big Blinds eigentlich eher selten. Aber ich meine 30 Big Blinds, wenn er auf 6 BB oder 5 BB 3 bettet, könnte man auf 13 BB, 12 BB 4 betten. Also wie du siehst, ne? Ja, also es gibt Situationen mit 30 Big Blinds, Situationen, wo du mit 50 Big Blinds nicht mehr 4 betten kannst. Also das ist halt schwer zu sagen. Ja, das ist wieder meine Stack-Size, mein Stack-Size-Gräuel als Cash-Game-Spieler, diese ständigen verschiedenen Stack-Sizes. Das macht mich immer noch fertig, das sage ich dir. Ja. Jetzt wird auch die Frage, wieso betten wir nicht Turn-Lead? Wäre noch eine Option gewesen vielleicht, aber ja, was hältst du davon? Macht jetzt nicht wirklich Sinn, macht jetzt nicht wirklich viel Sinn, also ich meine, wir betten halt in eine Range, wo er alle Ass-Bube, Ass-10, Pocket-10er, Pocket-Boom hat, Ass-König hat. So, wir haben halt nur eine Street, wir können jetzt nicht Bad-Turn, Bad-River spielen, wir werden halt nie von was Schlechterem gecallt. Also das ist so wirklich, ich will irgendwie versuchen, nur meine Hand zu beschützen, macht aber nicht wirklich Sinn. Ja. Du bläst jetzt nur einen Pot auf, dann am River ist der Pot 33 Big Blinds, wenn du Pot Bettes Turn und dann, was willst du machen? Jede Karte, selbst wenn es die 4 in Kreuz ist, was willst du dann machen? Wieder Pot? Genau. Von was willst du denn? Willst du von einem Ass 6 gecallt werden auf einem Board, wo du fast keine Bluffs hast? Ja. Also du wirst mal hier und da, das ist wieder so, das wäre meiner, ohne ihn jetzt anzugreifen, aber dass du dieses typisch denken, oh, ich habe keinen Bock, den River zu spielen, weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Ich bette jetzt einfach mal. Es macht aber, im Endeffekt bringt euch das in viel öfter schwierige Situationen, als versuchen, den Pot hier klein zu halten. Ja. Weil wir wollen nur einen kleinen Pot spielen mit Ass-Dame auf dem Board. Er kann Straßen haben, Two-Pairs, Sets, Ass-5 ist angekommen. Also, wir kriegen einfach von den schlechteren Asse keine zwei Straßen mehr. Yes. Ja, und es ist, glaube ich, auch ein bisschen ergebnisorientiert. Also, ich glaube, man muss einfach schauen, wie du schon sagst. Ne? Das Ziel ist, wenn er Flop checkt, dann auch, ja. Gut. So, weiter geht's. Ich habe noch ein paar. Hast du noch Luft? Wir haben noch ein bisschen Luft, ja. Gut. Okay. Ich habe nächste Hand Ass-7 Offsuit. Das finde ich auch einen ganz spannenden Postflop-Spot oder einen sehr oft wiederkehrenden Postflop-Spot. Ich open raise am Cutoff.
Big Blind defended. Ich cover ihn. Flop ist Ace High Rainbow. Und ja, jetzt hier schon die Frage. C-Bet oder Check Behind ist ja schon direkt die erste Frage. Ich gehe immer davon aus, wenn irgendwie zwei Broadway-Karten liegen, dass ich eigentlich schon sehr viel C-Betten sollte. Einfach weil halt sau viel auf dem Flop callt. Ja. Einfach die Gutshots callen alle, jeder Bube callt. Es gibt nicht viele bessere Asse, nicht viele schlechtere Asse, aber ein paar davon. Ja. Will halt immer schauen, dass ich so maximal zwei für zwei Straßen gehe irgendwo, aber ist halt hier schon immer ein bisschen schwierig. Habe jetzt auch mein Sizing ein bisschen erhöht. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Ja, bin ich gut. Ja. Also normalerweise macht man das eher von früher mittlere Position, einfach weil wir seltener Müll haben, aber so sag ich mal, man kann schon öfters mal auch halben Pot hier mit reinwerfen. Okay. Ja. Und finde auch gut, immer zwei Streets. Also wir haben genug Hände, mit denen wir checken können und den Turn callen können und dann schauen, was auf dem River passiert, weiß ich, jeden Buben, König, Bube. Ich würde sogar einen Buben anspielen, einfach weil wir halt immer von der 5 gecallt werden. Mhm. So, jetzt sagen wir mal, wir haben Bube, Dame. Und der Gegner hat 6, 5 suited und wir spielen ja klein an ein Drittel. Wir kriegen halt zumindest immer noch diese 2, 2,5 Big Blinds. Jetzt nehmen wir mal an, der Turn ist eine 10, eine 9, noch eine Overcard. Man kriegt halt kein Geld von der 5 mehr. Gar nichts mehr, ja. Also würde ich auf jeden Fall selbst einen Buben anspielen. Wir können hier super weit anspielen, einfach weil das Board richtig gut für uns ist. Und deswegen auch immer jedes Ass anspielen hier. Ja, alles klar. Das hilft schon. Das hilft sehr gut. Okay. Ja, Turn kommt mit einer Dame. Und die finde ich jetzt eine schwierige Karte. Weil ich denke, dass die halt seine Range schon oft verbessert und wir dann eben jetzt auch nicht mehr unbedingt, sogar noch nicht mal unbedingt für zwei Straßen gehen können, sondern vielleicht jetzt Glück haben, wenn das in Showdown kommt. So wäre jetzt mal. Okay, was ist mit, König Dame, Dame 10, Bube 10, Ass 2, ja, Ass 3, Ass 4, Ass 6. Es gibt immer noch genügend Hände. Okay. Ass Dame ist sehr unwahrscheinlich sowieso. Ja, er kann mal das Bube, Dame, König 10, Jack, Dame 5 haben. 10, ja. Aber wie gesagt, nochmal 5, 6 Big Blinds hier, weil man kriegt den guten Call von Dame 10, König Dame, Bube 10 dagegen. Also er hat einfach viel mehr Hände davon und dagegen wollen wir spielen. Und ich würde jetzt ja auch nicht Pot betten, weil dann isolieren wir uns wieder gegen bessere Hände. Ja. Aber einfach so ein Sizing finden, wo er jetzt dann dasteht, oh, ich kriege eigentlich einen ganz okay Preis. Mhm. Man kann 10, 9, König 9 haben, solche Bluffs. Und ja, da muss man einfach die dünnen Value-Bets finden. Okay. Weil jetzt hat er auch wieder keine Bluffs mehr. Du checkst back und was willst du jetzt am River da machen, wenn er jetzt 7 Big Blinds bettet, 8 Big Blinds, 9 Big Blinds, dann callen wir wieder, aber wir sind nie gut. Ja. Und so diktieren wir auch so ein bisschen den Preis. Falls wir jetzt hinten sind, dann verlieren wir halt nur 5 oder 6 Big Blinds. Wenn wir jetzt wenn wir jetzt behind checken, dann wird er ja oft mit Bube Dame, König 10 eine viel größere Bet auspacken. Und wir kennen uns ja alle, dann stehen wir da mit offenem Haar und sagen, oh, ich bin top of my range, top pair, ich muss das callen. Ja. Also das ist viel einfacher, man verliert weniger, man forst ihn nochmal 6, 7 Big Blinds mit Dame 10, Bube 10, König Bube zu callen. Oder selbst wenn das Fold ist auch okay. Ich meine, er hat 4, 9 Outs dagegen, gegen uns mit seinen 2-Pair-Outs, Trip-Outs und Gutshot-Outs. Also hier niemals hinterher checken. Das ist überhaupt keine Scare-Card. Wir haben immer noch eine profitable Value-Bet. Und selbst diese kleinen Asse call nochmal. Krass, okay. Ja, dann habe ich mich in diesen Spots vielleicht auch in der letzten Zeit ein bisschen zu unwohl gefühlt. Ich weiß nicht warum, aber es ist interessant, dass du das sagst. Also dann hätte ich ja tatsächlich ja zwei Drittel Pot, 6 Big Blinds nochmal gebettet. Ja. Ja, gut. Ja, gegen Check Race dann aber folden natürlich. Klar, die Frage kommt jetzt auch gerade im Chat. Ja. Ich meine, ja, die Leute Check Race bluffen jetzt hier auch nicht da mit 10, Bube 10. Ne? Ja. Das passiert halt einfach nie. So, wenn er jetzt 3 BB callt, 4 BB kann er halt immer noch ein kleines Ass-Block betten, gegen die, dass wir splitten, aber alles größer. Was soll er bluffen jetzt hier? Wenn er gut ist, turnt er eine 5 im Bluff, aber. Ah, und jetzt ist halt auch Value-Betten ist halt auch wieder schwierig, ne? So. Ja, der River wird halt. Das Problem ist. Das Problem ist jetzt, wenn du jetzt bettest, dann sitzt er mit Dame 10. Er kann jetzt viel mehr stärkere Namen als du. Mhm. Weil er kann ab und zu mal ein paar Straßen als Trap checken oder Two Pairs oder kann Ass 9. Also du hast die Hände halt alle nicht. Ne? Und dann, klar, das passiert auch super selten, aber denke ich, passiert öfter diese Raises als am Turn, dass du geraced wird. Ja. Weil jetzt, du hast dich jetzt quasi komplett
entblößt. So, yeah. Und hast gesagt, ey, ich habe keine starke Hand. Mhm. Ja, das war dann auch genau mein Gedankengang. Also für mich war es dann auch so, okay, wenn er jetzt den River nochmal checkt, dann bin ich eigentlich relativ entspannt zumindest. Gut, er könnte ein paar Traps checken. Ich kannte ihn nicht, hatte keine Informationen. Mein Plan war dann, der war auch ein bisschen kreativer jetzt hier, einfach auf dem River wirklich ein BB zu betten, um noch einen Call von einem Buben oder einer Dame oder vielleicht irgendwas zu bekommen und mit der Intention eben auch gegebenenfalls, wenn er jetzt raisen würde, zu callen. Aber vielleicht ist dann das Ganze alles hinfällig, wie du schon sagst, mit der Turnbet, das macht wesentlich mehr Sinn als jetzt hier in schweren, weil wir kommen immer in einen schweren Riverspot. Ne? Ich weiß halt nie genau, wie groß kann ich jetzt noch Value betten, was kann ich sizen, wie soll ich sizen, wie sieht seine Range aus, wie spiele ich dagegen am besten? Fällt mir schwer. Hast du jetzt einen Big Blind gebettet? Yes, ein BB. Ja, kannst schon 3, 4, 5 Big Blinds betten, also. Alles klar. Ja. Ja, okay, was hat er gehabt? Das Richtige. Ja, er hat nichts gehabt, er hat einfach gefoldet. Ja. Frag mich, was er da dann. Ja, vielleicht, ja. Er ist halt eh schwer mit Boom zu callen, aber ja. Da darf man. Und er callt halt auch vom Big Blind, ne? Mhm. Also, ich meine, das Ding ist, selbst wenn er Bube 8 foldet am Turn, ist ja auch nicht schlimm. Hat er halt immer noch 5 Outs. Ja. Ne? Also, das muss man sich halt immer ein bisschen. Ist ja nicht schlimm, wenn er gegen die 5, 6 Big Blind Bet foldet, aber. Ja. Seid da nicht zu zögerlich mit den Value Bets. Turn Bet. Hier die Frage im Chat. Gibt es auch einen Kurs auf Deutsch? Gut, dass du fragst, mein Lieber. Aber du hast ihn mir schon beantwortet, ne? Hier der Kid Kong. Ja. Der Ben und ich, wir bringen nämlich einen deutschsprachigen Kurs raus. Nur für Leute wie dich. Die werden da richtig Spaß dran haben, glaube ich. Oder auch sehr viel draus mitnehmen können. Also WhatsApp-Infos folgen auf jeden Fall. Wir hatten das am Anfang schon diskutiert. Für alle, die gerade es eingeschaltet haben. Es wird einen deutschsprachigen Raise Your Edge meets X-Flix featuring X-Flix Kurs geben, wo Ben mich coacht auf Deutsch. Und dann könnt ihr das alles in Ruhe genießen. So sieht's aus. Und das auch für einen erschwinglichen Preis für euch. Also, das sei schon mal gesagt. Okay, gut. Next Hand. Du sagst, wenn ich deine Zeit über beanspruche, Ben, ne? Ich hau sonst einfach. Wir können bis halb können wir machen. Alles klar, okay. Ich habe jetzt 90 Minuten eingeplant, ja. Gut, gut, wunderbar. Gut, ich habe Ace King auch wieder. Das war das, wie alles, das Bounty Builder von gestern, 215er. Ich open raise Ace King. Button ist ein Freizeitspieler. Sehr callfreudig, sehr happy, sich Flops anzugucken. Big Blind called ebenfalls. Big Blind, glaube ich, regular, aber keine Infos. Wir floppen ziemlich gut. Flop ist nice. Top Pair, Top Kicker, not Flush Draw. Ich denke, eine C-Bet ist hier Pflicht oder fällig. Frage auch nach dem Sizing. Vielleicht size ich das zu klein, aber auf so Monocolored Boards bette ich eigentlich immer generell sehr klein. Einfach, weil ich glaube, dass die Calling Range da sich schon massiv ändert, je nachdem, wie groß ich bette. Also ich will halt auch gut auf der anderen Seite Floats mit einem kleinen Spade machen da vielleicht nicht so den großen Unterschied bei dem Freizeitspieler. Der callt vielleicht auch eine größere Bet auf dem Flop. Ja. Also mit 7 dann, wenn er 7er mit 7 in Pick hat oder auch nur 5er mit 5 in Pick, callt er wahrscheinlich auch 4 oder 5 Big Blinds. Ja. Nicht nur 2,5. Aber ich habe dann einfach mein Standard-Sizing auf den Boards genommen, was vielleicht dann auch nochmal diskutabel ist. Mhm. Bekomme einen Call von ihm. Turn ist eine Blank. Kreuz 4. Und ich habe nochmal gebettet. Und habe dann versucht, einfach meinen Stack so vorzubereiten, dass ich jammen kann. Ein bisschen zu klein sogar wahrscheinlich. Vielleicht hier auch noch ein bisschen größer betten. Weil der Turn ja eigentlich eine gute Karte ist. Ja, ich würde jetzt erstmal normal. Du musst ja deine Hand nicht in der. Du musst ja gegen nichts protecten, ne? Ja. Also, das ist so. Und jetzt würde ich jetzt versuchen, nicht zu groß anzuspielen, weil. Okay. Es gibt ja keine Karte, die jetzt. Vielleicht Bube in Herz oder so, ist halt eklig, ne? Ja. Ansonsten. Ja. Gibt es da nichts, was. Alles klar. Er called und River kommt die Karo Dame. Und jetzt haben wir, ja, wie man sieht, ich meine, ich habe nicht ganz optimal gesized. Ich hätte irgendwo an irgendeiner Stelle ein bisschen größer sizen können sollen, damit vielleicht noch Pot übrig ist. Ja. Ja, und jetzt ist halt die Frage nach dem River Play. Nochmal für eine Value Bet gehen, eine dünne Value Bet. Jam würde ich hier auf keinen Fall in Betracht ziehen jetzt mehr auf den River. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht mit King Jack oder mit King 10 noch den Call macht, aber nicht unbedingt gegen den Jam. Dann vielleicht auch eher so die Variante, die wir am Anfang besprochen hatten, kleine Bet-Size, irgendwie nochmal sowas wie 8 Big Blinds oder so. Mhm.
Oder eben Check. Und das war jetzt so meine Entscheidung, zwischen der ich geschwankt bin. Ich würde es einfach jammen. Ich meine, es ist super unwahrscheinlich, dass er eine Dame hat. Wir blocken sowas wie Ass Dame, Ass und Spades. Ich glaube nicht, dass er da zweimal mit Bube, Dame, in Herz oder so callt. Mhm. Wir blocken alle Flushes, die slow playen. Er hat alle schwächeren Könige. Okay. Auch sowas wie König 2, König 4 suited ist counterfitted, was auch nicht so schlecht ist. Ja, den Spot jamme ich einfach. Okay. Ja. Krass, ja. Du hast halt auch ultra viele Bluffs hier, ne? Ass Bube, Ass 10 mit einem Spade, was viele. Ja, das ist so ein Spot, der, da können wir weit, weit vor Value jam. Okay. Ja, ich war eigentlich auch darauf vorbereitet, aber der River hat mich tatsächlich noch ein bisschen verunsichert, weil ich dachte, nö, das kann ja schon einiges sein. Was eigentlich einer der besten River. Okay, ja, gut. Interessant, ja. Krass. Ja. Bube, Dame, Offsuited, Bube und Dame, ja, hat Dame, Bube. Aber ich meine, wenn er die Offsuited-Kombos hat, der kann, hat wie gesagt, auch König 10, König Bube mit einem Pik haben. Ne? Ja, also stimmt. Die ganzen König 5 in Herz, also. Da ist schon noch einiges dabei, ja, das stimmt, ja, jetzt wo du es sagst. Und er flattet am Button gegen Cutter. Du hast einen Bounty, ja, stimmt. Also. Jeden König wahrscheinlich. Also einfach rein. Rein die, ja, Steine. Genau. Rein die Steine. Ja gut, ich bin den anderen Weg gegangen. Ich habe tatsächlich gecheckt und es war wirklich mehr so ein Lost-Check in der Situation, weil irgendwie der River mich sehr verunsichert hat. Gibt halt auch keine Bluffs. Ich meine, Bube 10 Offs, der einzige Bluff. Jetzt checkt er alle Könige hinterher. Ja, ja. Du zahlst deine ganzen Damen aus und Flushes, kriegst, ja, aber nie das Geld von dem König. Also dann ist es ein Check-Fold. Okay, okay. Das wird halt schwierig. Ja, das, ja, muss man sich überlegen. Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Das, also, das sagst du ja. Ihr müsst wirklich die Leute viel öfter dazu forcen, euch mit schlechteren Händen auszukauen. Und mit dem ganzen Social Media Gedöns und YouTube Top 5 Hero Calls da und Knäckebrot Hero Calls da, das ist halt, ja, die Leute wollen halt Heroes sein heutzutage. Ja. Also, sieht schön aus. Und wenn ihr anfangt immer zu, ah, jetzt check call ich hier, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Das Problem ist halt, wie gesagt, ihr bezahlt die besseren Hände Haus und die Hände, die euch eigentlich callen würden, Hero Callen, checken jetzt alle hinterher. Das ist schon spannend. Schon spannend, ey. Es ist echt. Das, ja, ist halt. Ja, ich meine, ich habe seine kleine Bet habe ich auf jeden Fall noch gecallt, aber ich, ja, ich denke, ich denke, ich. Was bettet er? Ich sehe es noch nicht. Er bettet 9 Big Blinds, 9,4. Ja. Ja, das, ich meine, wenn er All-In geht, haben wir gegen das Sizing, wenn er jetzt anfängt, König Bube, das finde ich okay, dagegen zu callen, ja, aber alles über halben Pot wird halt einfach kriminell. Ja, das stimmt. Ja, gut, dass, ja, du sagst. Gut, dass du es nochmal aus. Dass du es nochmal outpointest. Weil er hat nämlich einen der wenigen Bluffs noch gehabt hier. Aber wie du schon sagst, es sind halt eigentlich sehr wenige eigentlich, ne? Ja. Und die Rest, wie du schon sagst, ich denke auch, ein König, einen schwachen König, checkt da vielleicht einfach behind. Ja. Das Board für ihn ja auch nicht geil ist. Ja. Ja, also nächstes Mal einfach rein die Steine. Und ein bisschen, genau, größer sizen vielleicht. Ja, das ist halt, wie gesagt, Bube 10 ist halt wirklich der einzige Bluff, ne? Ja. Ja, das stimmt. Das ist mir dann auch klar gewesen. Deswegen habe ich die Hand auch nochmal genommen, weil ich sie gewonnen habe, aber im Endeffekt nicht sicher bin, ob wir sie gut gespielt haben. Das ist halt die Frage. Ja. Dann sieht man, ich meine, ich mache das auch bewusst. Ich nehme halt auch oft Hände, wo ich mir denke, so, wo Chat dann auch sagt, boah, geil gespielt, mega, geiler Eurocall und so weiter. Genau wie du sagst. Alle sagen halt auch voll cool und so. Ist gut gelaufen, aber das heißt nicht, dass die halt gut gespielt ist, wie ihr schon hört. Ne? Also man kann immer aus jedem Spot was mitnehmen. Ja. Und es ist nicht immer nur gut gespielt, was gewonnen wurde, und es ist auch nicht immer nur schlecht gespielt, was verloren wurde. Das muss man sich halt mal klar machen. Nee, das stimmt, ja. Es ist halt einfach so. Ja. Gut, ich meine, das war jetzt schon eigentlich so die spannendste Hand. Ich habe noch einen Spot, den ich vielleicht nochmal zeigen kann. Einen schnellen Spot kriegen wir noch hin, einen, ja. Einen schnellen Spot. Ja, da kann ich nochmal, da kann ich. Genau, das ist auch ein. Ist der Kurs in der Masterclass enthalten, wenn man diese schon besitzt? Leider nein! Ihr müsst den euch nochmal käuflich erwerben. Aber wie gesagt, es wird ein erschwinglicher Preis. Ja, ich meine, deswegen, wer die Turn Masterclass hat, wie gesagt, der Kurs ist viel praktischer, das ist viel Review, viele Spots, die wir durchgehen. Ja. Und auf Deutsch. Und deswegen update ich auch die Turn Masterclass. Also ich kann jetzt nicht noch alles, was wir in der Zukunft produzieren, immer, ja, ihr kriegt dann Zugang zu alles. Dann auch dazu. Ihr habt auch noch meine Adresse, kommt zu mir nach Hause und wir machen noch Private Coachings for free. Ja, genau. Nee, wir also haben auch wirklich, wir haben auch viel Zeit da reingesteckt. Ich meine, wir haben sau viele Sessions zusammen aufgenommen, immer wieder und immer wieder. Und es ist sehr viel, steckt ja, sehr viel Arbeit drin auf jeden Fall. Und sehr viel Zeit, könnt davon ausgehen. Und sehr viel Mühe. So. Das stimmt, ja. Bube 10 Offsuit im Big Blind. Wir spielen gegen den Shorty.
Unbekannter. Ja, ja, ist gar kein Unbekannter. Ist Internet. Ist Internet 93O tatsächlich. Ah, mein brasilianischer Freund. Genau. Und Flop kommt 778 mit einem Gutshot. Das heißt sehr klein, so wie es zu erwarten ist. Ja, hier die Frage nach dem Flop-Play. Check-Raise, Check-Call. Wie siehst du den Spot? Ich tendiere zu einem Check-Call, nicht zu einem Check-Raise, weil ich irgendwie meine Equity nicht Check-Raise folden will. Also wenn er jetzt Check-Raise und er jammt, wäre das sehr eklig. Und wenn er den Check-Raise callt, wäre es auch eklig, weil dann müsste ich mal halt überlegen, ob ich dann auf den Turn All-In gehe und dann habe ich wahrscheinlich kaum Fold-Equity. Deswegen bin ich eigentlich hier mit einem Check-Call. Also ich fühle, mein Gefühl ist, ein Check-Call ist hier besser als ein Check-Raise. Ja, finde ich auch gut, weil wir halt wirklich diesen Immediate Gutshot haben. Du kannst sowas check-raisen wie, weiß ich nicht, Dame 9 mit Backdoor Flush Draw, Dame 6 oder so, ne? Mhm. Und dann die Hände nehmen wir dann die halt check-raises. Genau, ja. Oder von mir ist auch ein 10-5 in Herz oder so. Das ist vollkommen okay. Also man nimmt immer so, immer ein bisschen was man am Turn treffen kann. Die Hände nimmt man immer sozusagen, ne? Und die, wo man am besten Backdoor Straight Draw, Backdoor Flush Draw und Immediate Gutshots, Immediate Draws. Nur, es sei denn, du hast hier 10-9 in Spades. Ne? Wenn der Draw so stark ist, ja, klar. Oder Nut Flush Draw, King High Flush Draw, das ist okay. Aber alles klar. Ja, Turn kommt die Spade 4. Und jetzt wäre gerade bei den Stack Sizes, habe ich mir dann angewöhnt, in solchen Situationen dann einfach klein zu leaden. Von vorne. Finde ich gut, ja. Mit dem Plan dann eben auch eigentlich jeden River, wenn er jetzt callt, zu jammen. Also im Endeffekt ist das jetzt ein Spot, wo ich jetzt turn liege. Ich finde erstmal, so wie du es gespielt hast, Flop, man muss jetzt nicht immer den River jammen. So wie du es spielst, dein Ansatz für Short-Stack-Poker ist sehr gut. Mhm. Ist perfekt. Okay. Ja, auch den Turn hier zu leanen. Selbst wenn er callt, man muss nicht immer bluffen. Man hat super cheap, super günstig seine Equity realisiert, sag ich mal. Ja. Mhm. Also das ist so das Hauptziel vom Out-of-Position-Spiel, ne? Ja. Das Hauptziel ist nicht jetzt hier irgendwie irgendwelche krassen Bluffs durchzuziehen, sondern wirklich versuchen, erstmal mit seinen schwachen Händen so günstig es geht zum River zu kommen. Und er wird viele Hände haben, die wir noch rausholen können. Ja, eigentlich Ass König, Ass Dame mit einem Spades. Denke auch so, dass er oft ein Overpair jetzt einfach jammen wird, um das zu protecten. Also finde den River Bluff nicht scheiße, aber selbst wenn du den Bluff nicht machst, finde ich es erstmal bis hierhin sehr gut gespielt. Alles klar. Ja, gut. Wunderbar. Gut, dann war es das auch schon. Nämlich gefoldet, aber fand ich auch. Und das so passiert Spot. Ja auch oft. Ich meine, wenn jetzt Bube Dame ein Kreuz hat, ne, König 5 in Diamonds oder so, die Hände hatten, die attacken wir ja. Das ist viel mehr, als dass wir schon rausfohlen, als dass wir im River bluffen wollen. Alles klar. Ja, sehr für mich cool. Ist halt wirklich die Check-Race-Frage ist halt immer so auf dem Flop. Ne? Da ist halt immer so dieser Spot, wo du denkst, ey, soll ich Check-Racen, soll ich Check-Callen? Ja, und das ist perfekt so gespielt. Und das ist sogar auch nicht nur Theorie gut, sondern auch gegen eine Population, die einfach viel zu viel C-bettet. Ja. Also das ist, ja. Klingt gut. Ja, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Wir sind am Ende unserer Coaching-Session. Ben, ich sag wie immer danke für den ganzen Input und für deine Zeit vor allen Dingen. Leute, Ehre und Grand Love in den Chat für Ben. Mein Kollege, inzwischen auch mein Kollege aus dem Team Pokerstars, wie ich sage. So sieht's aus. Das ist das Schöne. Das ist schon geil. Und bitte mal alle euren Applaus in den Chat jetzt hier. Das ist echt geil, dass wir hier den Free Content bekommen, für den ihr sonst bezahlen müsstet. Das ist ja eine Coaching-Session, die ihr quasi durch mich durch auch wieder erlebt. Und genau das werdet ihr mit unserem Kurs dann auch bald haben können. Und da gehen wir nochmal mehr in die Tiefe. Also sehr cool. Gespannt. X-Flix, danke, dass du mich wieder eingeladen hast. Hat mich gefreut, war sehr schön. Und dann wünsche ich euch allen natürlich auch schöne Weihnachten. Bleibt trocken, bleibt gesund und dann sehen wir uns im neuen Jahr. Vielleicht machen wir nochmal spontan was für Weihnachten. Wer weiß. Das wäre nice. Ich habe am 7. Vielleicht vielleicht grinden wir auch mal zusammen. Das wäre auch mal spannend, oder? Sehr gerne. Da wäre ich sofort dabei. Ja, brauchst du mir nicht zweimal sagen. Ich grind immer mit Gästen am liebsten. Also ich finde das immer sehr, sehr spaßig. Wenn du da Bock drauf hast, sehr, sehr gerne. Lass uns nochmal drüber quatschen. Alles klar. Super. Gut. Na dann, bis die Tage. Wir hören uns. Macht's gut. Rein. Ciao, ciao. Danke. Ciao. We'll be right back.